Schönen guten Tag allerseits hier in Frankfurt, in unserem Frankfurter Büro. Stefan Fröhlich, mein Name, hier von WH Self Invest. Ich habe mal wieder die große Ehre, hier in unserem Büro zu sein. Das hat auch einen guten Grund, weil morgen geht es ja wieder los. Morgen öffnet die World of Trading wieder ihre Tore. Hier gleich gegenüber, so Luftlinie, na, würde ich mal sagen, 500 Meter in der Messe. Und da machen wir ja traditionsgemäß immer unsere sogenannte Pre-Conference. Ja, hier in unserem Büro hatten wir ja letztes Jahr auch gemacht. Und das war ja auch eine ganz besondere Veranstaltung, weil das eben nach dem ganzen Corona-Gedöns das erste Mal wieder war, dass wir uns alle treffen konnten und diese Pre-Conference durchführen konnten. Ich sehe hier ganz viele Gesichter, die ich auch kenne. Oder die ich auch noch nicht kenne, die ich heute kennenlerne. Das freut mich sehr, dass Sie so zahlreich hier dabei sind und unseren beiden Referenten lauschen möchten und uns an der Pre-Conference teilnehmen wollen. Das finde ich ganz toll. Also herzlichen Dank schon mal dafür, dass Sie hier sind. Dann darf ich natürlich einen Gruß online schicken an diejenigen, die in unserem Webinar, in dem Livestream mit dabei sind. Da freue ich mich auch sehr, dass Sie sich dafür interessieren und dass Sie die Gelegenheit wahrnehmen, mal ein wenig über US-Aktienhandel zu erfahren und über, ja, das Backtesting. Das sind so die beiden Schwerpunktthemen, die wir heute haben. Wir haben zwei verschiedene Referenten. Das heißt, den Auftakt macht gleich der Michael Hinterleitner und dann haben wir noch den Thomas Wittner und da machen wir dann so eine kleine Übergabe. Das heißt also, es gibt so eine ganz, ganz kleine Pause zwischendrin, wo wir dann hier Mikro umstöpseln müssen und auch die Präsentation und so. Also das nur rein organisatorisch angemerkt, dass Sie da schon mal wissen, auch gerade für die, die online sind, also nicht abschalten und denken, jetzt kommt nichts mehr, sondern es ist einfach nur dann die Übergabe sozusagen von einem Referenten zum anderen. Ja, die World of Trading steht vor der Tür. Ich habe so das Gefühl, ganz ehrlich, dass das einer der besten World of Trading werden könnte, also eine der besten Messen, die wir je hatten. Ich kann Ihnen nicht sagen, so genau warum, aber was ich so gehört habe, ist es tatsächlich so, dass im Vorfeld gab es ja die Möglichkeit oder musste man sich ja auch registrieren, um überhaupt dabei sein zu können. Und so, wie ich das mitbekommen habe, ich kenne da natürlich keine genauen Zahlen, sollen also diese Registrierungen auf absolutem Rekordniveau sein. Was mich auch nicht wundert, weil ich denke, es ist so super interessant im Moment auch an den Märkten. Es passiert ja so viel, dass da mit Sicherheit ein großes Bedürfnis nach Informationen da ist. Wie gehe ich eigentlich mit den Situationen um, die da gerade um mich herum passieren? Sei es politischer Natur, sei es wirtschaftlicher Natur, sei es geopolitischer Natur. Also da können wir ja tausend Sachen aufführen im Grunde genommen, die uns da beeinflussen. Und ich bin ja mittlerweile jetzt, man darf es kaum glauben und auch kaum aussprechen, aber seit 41 Jahren in diesem Business. Und insofern habe ich natürlich auch schon viel gesehen. Aber ich denke mal, dass es tatsächlich jetzt im Moment einer der spannendsten Phasen ist an den Märkten, die wir so erleben werden. Und ich bin da auch gar nicht mal so pessimistisch für die Zukunft. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das zumindest mal für die nächsten, sagen wir mal, für die nächsten 12 Monate schon mal ein etwas positiveres Szenario gibt. Aber das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich erzählen wollte, weil ich will ja auch den Rednern nicht vorgreifen. Insofern freue ich mich jetzt, jemanden hier zu haben, der aus Österreich zu uns gekommen ist, der extra angereist ist, na, nicht nur für die Pre-Conference, auch natürlich für die World of Trading. Aber ich freue mich, dass du da bist, Michael. Michael Hinterleitner ist schon ja, lange Partner von uns. Wir arbeiten schon lange zusammen und er ist ein, wie er selber sagt, fauler Trader. Das ist wirklich der Spitzname, den er sich selber gegeben hat. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Und das rührt er eben daher. Ich glaube, die Geschichte ist die, dass du am Anfang mal ziemlich viel getradet hast und das nicht so ganz erfolgreich war. Also so dieses Typische, ne? Ich denke, das Volumen des Trainings muss jetzt erhöht werden und dann habe ich auch eine höhere Chance zu gewinnen. Und dieser Zusammenhang, der ist ja leider so nicht richtig, weil da gibt es ja zum Beispiel noch so einen Broker wie wir, der dann einfach die Hand aufhält und sagt, ja, ein bisschen Kommission möchte ich dann auch noch haben. Und je mehr ich dann handle, desto mehr muss ich ja an den Broker zahlen und desto schwieriger wird es, profitabel zu sein.
Und insofern ist es dann sehr von Vorteil, wenn man sich eine Strategie ausdenkt, die möglichst einfach zu handhaben ist und wo man wenig Zeiteinsatz hat. Und sein Thema ist ja, meine Aktien-Setups in 15 Minuten pro Tag, stressfreies Swing Trading als Untertitel. Es geht also um den Aktienhandel, um das Swing Trading von Aktien. Und jetzt freue ich mich sehr, dir das Wort erteilen zu dürfen, lieber Michael Hinterleitner. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit diesem, der Vortrag wird mit Sicherheit spannend, ich weiß das. Also ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. So, das kannst du hier da anklemmen. Willst du es in die Hose nehmen? Ja, genau. Hier rein. Ja, danke, lieber Stefan, schon mal für die liebe Anmoderation. Du hast ja schon mal ein paar Stichpunkte für heute vorweggenommen. Herzlich willkommen hier vor Ort und vor den Monitoren zu Hause. Hab vorhin nachgesehen, Stefan, es ist jetzt tatsächlich 19 Jahre her, dass ich das erste Konto bei mir selbst eröffnet habe. 19 Jahre, und Gott. Endlich habe ich es in eurer heiligen Hallen geschafft. Und dann auch noch gleich in doppelter ÖSI-Power, also unbedingt dranbleiben, dann 18 Uhr, mein Finanzmann Thomas Wittner, sehr geschätzte. Aber 45 Minuten sind nicht viel. Ich versuche heute einen Überflug zu geben über vier meiner Brot- und Butter-Setups, den ich den Großteil meines Tradings bestreite. Stefan hat es schon schön angekündigt als fauler Trader. Ich habe das tatsächlich noch abgeändert gehabt als in stressfreies Swing-Trading, weil bei Deutschen und Schweizern ist das Wort faul nicht ganz so positiv assoziiert. Bei uns Österreichern ist es eher, Thomas kann es mir bestätigen oder überlegen, eher so gemütlich, bequem, vielleicht auch mal work smart, not hard, dass man halt jetzt nicht unbedingt den anstrengendsten Weg geht. Aber ja, morgen nächstes Mal, dann traue ich mich, das auch so zu benennen. Also wir schauen uns die vier Setups an, für die ich maximal 15 Minuten am Tag benötige. Das allerdings jetzt nach einigen Jahren Routine. Diese Routine werden wir überfliegen. Ich muss gleich ein Einwand machen. Ja. So toll Ihnen vielleicht alle vier Setups gefallen wollen. Wenn Sie erst am Anfang stehen oder noch dabei sind, eine erst profitable Strategie zu erarbeiten, dann unbedingt auf eine konzentrieren. Ja. Nicht jetzt auf vielen Hochzeiten tanzen wollen, das ist auch bei mir so eine Sünde, dass ich jetzt zwischen Backtestings auch mal hin und her springe, wieder mal Feuer und Flamme bin für ein neues Setup und dann die bewährten auch mal schleifen lasse, was ich dann immer bereue im Nachgang. Also ein Setup in- und auswendig lernen, dass man auch um 2 Uhr nachts in 2 Minuten die Order abschicken kann. Und dann erst, ja, wenn man das wirklich beherrscht, zweite Strategie dazu nehmen, eine dritte, eine vierte, die sich dann idealerweise auch ergänzen und gegenseitig ein bisschen abfedern. Ja, jede Strategie soll ihre Stärken und ihre Schwächephasen haben, die sich dann gegenseitig abfedern. Ich werfe gleich nochmal so eine brutale Zahl zur Panikmache in den Raum. Wer war in den Nullerjahren so ein Slogan? 90, 90, 90. Sagt das jemandem was? Die 90, 90, 90 Regel? Ja, Paniken. Thomas kennt sicher, 90% aller Trader verlieren 90% ihres Kapitals in den ersten 90 Tagen. Das ist so eine ganz ein Horror-Slogan aus den Nullerjahren. Das ist übertriebene Panikmache. Das sage ich jetzt nicht einfach so, weil ich mir schönreden will, sondern wenn man in Studien nachbohrt, dann sind die teilweise sehr umfangreich gewesen und die weisen eine Verlustrate von 55-89% auf. Das ist so auch, kann ich aus der Praxis auch bestätigen. Es kommt ganz gut hin. 89 ist zu viel, 55 ist zu wenig. Die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Was aber sehr spannend ist bei diesen beiden Studien. Ja? Zwei zentrale Erkenntnisse. Erstens waren damals noch in den Nuller- und in den Zehnerjahren die Handelskosten sehr hoch. Das Spread war höher als heute und die Gebühren waren höher als heute. Heute können wir teilweise auch kostenlos und gebührenfrei handeln. Das hat den sehr aktiven Trädern damals komplett die Performance zerhagelt. Und zweitens, und das ist der springende Punkt, war das Ergebnis umso schlechter, je öfter die Kunden gehandelt haben bei den Brokern. Und das kann ich nur dick unterstreichen, Stefan. Ja, das ist schon ein gut aufgewärmtes Thema. Bei mir hat es auch ein bisschen lange gedauert, bis der Groschen gefallen ist, bin ich die hellste Leuchte. Das Interview hier ist von kurz nach schon 2016. Da habe ich auch noch Daytrading betrieben, schon neben anderem Trading und dann aber endlich mal ausgewertet, ja, was denn wirklich, hallo Thomas, was denn wirklich funktioniert und ja, Trading Journal ist auch so eine kleine
Sünde von mir, aber dann endlich mal wieder schwarz auf weiß gesehen, welche Setups, welche Zeitfenster denn einmal die Miete zahlen. Und da war ganz klar, dass umso weiter ich rauszoome, umso weiter ich zurücktrete, umso effizienter, umso profitabler war das Ganze. Das heißt, du hast weniger Aufwand auf der einen Seite und mehr Ertrag pro Setup. Das war dann natürlich mein Aha-Moment, der ein paar Jährchen gedauert hat. Mittlerweile sorgt das aber ganz dafür, dass ich, sagen wir mal, entschleunigt handeln kann mit diesen Analyse- und Orderaufgabe außerhalb der Handelszeiten. So schön Zeit habe für meine Jungs, meine Familie, für meine Hobbys und auch für mein Hobby das Wissen weiterzugeben mittlerweile. Ein paar hier kennen ja schon meinen Newsletter, der geht jeden Sonntag raus. Also gerne eintragen mit Tipps und Tricks aus 24 Jahren Erfahrung und jetzt neu auch einem 7-Tage-Crashkurs. Ja. In 7 Tagen von null zu deinem ersten Trade. Das habe ich jetzt ganz neu aufgelegt. Also einfach eintragen auf michaelhinterleitner.de. Jetzt sputen wir uns aber meine Setups. Also wenn man das mal, wenn sich mal hinsetzen auf ein Blatt Papier niederschreibt, das kann man allerdings erst nach ersten teuren, schmerzhaften Erfahrungen, was will man eigentlich, was will man nicht in seinem Trading-Alltag, dann ist es bei mir ganz schnell klar gewesen, dass ich mittels Screenern mir die Vorarbeit abnehmen lassen möchte. Dann, dass ich nur noch im Tages- und Wochenchart arbeite. Das heißt, ich will die Setups, die der Screener dann ausspuckt, die Watchlist, kurz manuell überfliegen. Das dauert so 1-2 Sekunden pro Chart. Die Setups müssen visuell einfach sein. Mein Universum ist das Aktienuniversum, fast nur noch das US-Aktienuniversum. Das hat den Riesenvorteil, A, die sind liquide, B, sehr günstig handelbar und durch dieses riesige Universum gibt es jeden Tag 1, 2, 3, 4, 5 erstklassige Signale. Und wenn ich jetzt nur vor Gold, Euro, US-Dollar und DAX sitze und kriege 2 Wochen kein brauchbares Signal, dann ist halt die Versuchung immer da, auch mal ein Auge zuzudrücken und nicht so hochwertige Signale umzusetzen. Ich muss mich auf kurze Haltedauer beschränken, weil ich wiederum zu faul bin, Fundamentalanalyse zu betreiben. Hat sich bei mir nie durchgesetzt, warum ich mich hier in Quartalsberichte und News und Makrodaten reinwühle, um die dann auch noch richtig interpretieren zu müssen. Das ist nicht meine Welt, aber Aktien haben die sehr schöne Eigenschaft, dass sie sich auf wenige Tage sehr wohl durchsetzen können, auch mal entgegen dem Gesamtmarkt. Ja. Ich habe da noch Beispiele mit, die haben, wo sich Longs und Shorts überschneiden an manchen Tagen, wo wir beide gut ausgehen, auch mal beide schlecht. Aber Aktien haben auf wenige Tage Haltedauer gesehen durchaus ihr Eigenleben. Wenige Freiheitsgrade, sprich keine Indikatoren. Mir gibt es nur den Kurs, den Preis und also den Kurs und das Volumen, den Umsatz dazu. Das sind alle Informationen, die wir eigentlich benötigen. Alles andere ist ja zeitverzögert. Und ich handle beide Richtungen. Auch so ein Ding, was ich ein bisschen mitbekommen habe bei den letzten Veranstaltungen auch, dass sich viele scheuen, auch short zu gehen, auf alle Kurse zu setzen. Dabei ist es eigentlich nur ein Schalter, den man umlegen muss im Kopf. Spielst du auch nicht Tennis mit einem Arm auf dem Rücken. Ja? Es ist einfach ein mächtiges Werkzeug, wenn man beide Richtungen nutzen kann, gerade auch natürlich in nicht so freundlichen Märkten. Welche Tools nutze ich? Alles kostenlos aus Screener, TradingView und finvis.com. Die Charting-Plattformen sind TradingView, FreeStocks, Stocksery, auch immer guten Backup zu haben, aber sie haben auch alle ihre Eigenarten. Ich sehe schon, ich stehe da ein bisschen im Weg euch. Bei CFD-Brokern, die ich noch nutze, ist der MetaTrader 5 Voraussetzung, weil der nicht so beschränkt ist wie der MetaTrader 4, was die Anzahl der Instrumente angeht. Und zweitens, weil ich hier ein Skript nutze, mit dem ich außerbörslich Orders aufgeben kann, was standardmäßig nicht klappt mit MetaTrader. Und ein Broker für gebührenfreie US-Aktien, was ein Riesenvorteil ist, als wenn man bei jeder Order 2 bis 4 Dollar zahlen muss, ist FreeStocks. Welche Trading-Stile gibt es? Da würde ich jetzt in die Runde fragen. Allerdings ist die Zeit heute ein bisschen knapp, deshalb schummeln wir und springen vor. Man kann das so kategorisieren in klare Reihenfolge, Mean Reversion vielleicht schon gehört, das sind so Übertreibungstrades, ja, die dann wieder wie ein Gummiband zurückschnalzen zu ihrem Mittelkurs. Weiß nicht, ob der Thomas dazu dann vielleicht sogar in die Richtung was macht mit seinen Systemen und Backtesting. Ja, Daumen hoch, sehr gut. Beliebteste Variante bei den Systemprogrammierern. Momentum-Breakout-Systeme gibt es die Kategorien Klassiker, neues Jahreshoch, neues 20-Wochen-Hoch, was auch immer. Ausbruch aus einem fallenden Keil oder aus einem Dreieck.
News Trading, auch nicht meine Welt, Saisonalitäten, auch nicht meine Welt, Markteffekte, Saisonalitäten betrifft vor allem Rohstoffe etc. Und Markteffekte, vielleicht kennt ja jemand den Turnaround Tuesday oder den Friday Gold Rush, ist auch in Investui drin. Mein Metier sind der Trendfolge, Mean Reversion und Momentum Strategien, wobei ich das gerne kombiniere. Das heißt, ich versuche zwar übergeordnet den Trend zu erwischen, aber kurzfristig auf eine Übertreibung in die Gegenrichtung zu setzen, damit ich günstiger wieder reinkomme. Und die Breakout und Momentum, also wenn es einen Ausbruch gibt, dann werden wir sehen, handle ich das lieber in der Gegenrichtung, also als Fehlausbruch. Das ist nicht so intuitiv wie Trendfolge, deshalb ist mein erster Tipp immer, wer noch eine Strategie sucht oder erst einsteigt in das Thema, immer eher Richtung Trendfolge zu tendieren, weil das eher intuitiv aufgenommen wird. Also wenn man jetzt gegen den Markt stellt, warum mache ich das dann, mich gegen den Markt stellen? Naja, wenn 80% der Trader verlieren, dann ist das eben die Masse, die dem Trend folgt oder den Ausbrüchen folgt, und die liegen ja nachweislich falsch. Von daher ist es allein daher schon logisch, sich da auch mal gegen die Schafe zu stellen. Setups, die sich gut screenen lassen. Und das Screenen lassen ist für mich Voraussetzung, sind auffällige Action. Sehen wir dann gleich an praktischen Beispielen. Der Preis kann sehr auffällig sein. Man kann screenen nach am Ende des Tages, welche Aktien haben mehr als 10% zugelegt, mehr als 5%. Kann man noch andere Filter dazu nehmen. Volumen ist ganz einfach zu screenen. Welche Aktien haben heute 5-mal so hohes Volumen als durchschnittlich? Und das werden wir dann sehen. Gibt oft ganz interessante Setups. Ja, Breakout lassen sich wunderbar screenen. Welche Aktien haben ein neues 52 Wochen hoch zum Beispiel, 20 Tage hoch, 20 Wochen hoch. Reversals und Umkehrtage zeigen wir gleich. Das dürfte das erste Beispiel sein. Ganz spannende Sachen auch. Übertreibungen lassen sich auch ganz gut screenen. Und Trendfolge mit VPA. VPA ist Abkürzung für Volume Price Action. Das ist eigentlich so das Steckenpferd, was ich auch versuche im Newsletter und in meiner Gruppe primär zu kommunizieren. Das ist so die Kombination aus Trendfolge, aber mit Kurs ist wieder günstiger geworden. Wir werden uns auch Beispiele genügend ansehen. Zeitlicher Ablauf sieht so aus, dass der Großteil der Screening-Arbeit am Wochenende erfolgt. Ja, das sind so ein, zwei, wenn es mal ganz lästig ist wie letztes Wochenende, weil letzten Freitag war Verfallstag und dreifacher Verfallstag, da schießen die Volumina in die Höhe, da muss man dann ein bisschen genauer hinschauen. Aber normalerweise ist das in ein, zwei Stunden erledigt. Dann habe ich meine Watchlisten für jedes Setup und die werden dann vom Montag bis Freitag nur noch kurz überflogen. 10 Kandidaten auf der Long-Seite, 10 Kandidaten auf der Short-Seite und dann kriege ich ein, zwei, drei Signale jeden Tag. Vor 15:30 Uhr Order setzen, dann noch kurz vor 22 Uhr checken auf Zeitstops, ob ich Trades schließen muss, dazu komme ich noch. Und ja, am Wochenende dann neben dem Screening auch die Dokumentation, ganz, ganz, ganz wichtig und nicht meine Paradisziplin. Wir fangen an mit den Reversals. Ja, es ist jetzt so, dass wir jetzt Donnerstag 17.30 Uhr haben. Ich kann jetzt US-Aktien nicht screenen auf die letzte Tageskerze, weil der Markt läuft. Deshalb habe ich die Folien mit Blick auf gestern Abend vorbereitet. Finvis.com hat einen super kostenlosen Screener. Die einzigen zwei technischen Einstellungen hier, um ein Beispiel, um Reversal-Kerzen zu finden, ist, welche Aktien haben ein Gap von mindestens x% nach oben, schließen aber dann als rote Kerze, das heißt, haben einen tieferen Schlusskurs als Eröffnungskurs. Das kann jetzt durchaus sein, dass die Aktie einen dicken Gewinn hat, ja, von Schlusskurs auf Schlusskurs gesehen, wie BSX hier gestern. Aber wir sehen, dass die eigentlich noch weit mehr wollte und dann aber eine Klatsche kriegt und Intraday praktisch enttäuscht die Käufer. Wir sehen hier sogar, dass die Kombination, das ist auch noch dazu ein 52 Wochen hoch, dass die haben viele gutgläubige Ausbruchskäufer ihre Kauforder über das 52 Wochen hoch gelegt, die Aktie gappt ab, läuft höher und wird dann vom Smart Money abverkauft und macht ein schönes Reversal. Und das schreit hier natürlich nach Bestätigung des Widerstandes. Aktuelles Signal für mich war das keines, weil ich hier jetzt nicht mehr so günstig reinkomme. Wenn das jetzt hier mehr in der Nähe des Widerstands gewesen wäre, super short, in dem Fall nicht. Sind hier auch nur 9 Kandidaten, ja, die an dem Tag zu überfliegen sind. Also das ist in ein, zwei Minuten visuell durchgescreent.
Das ist auch aufgeploppt bei diesem Reversal Screening gestern, nachgestern, beziehungsweise heute vor 15:30 Uhr. WDC gapt hoch auch, machte eine große Kurslücke gegenüber vorgestern, will auch mehr, wird auch abverkauft, bietet hier noch einen wesentlich besseren Einstieg als vorher BSX. Klassisches Short Setup, Ziel 44, hier ist eine gute Unterstützung oder sogar hier das vorherige Zwischentief. Und so wäre schon der erste Kandidat gefunden. Oder auf der Gegenseite, dann wurde gescreent nach, wir hatten Gap nach unten, wir hatten negativ, mit der Kurslücke nach unten öffnet, schließt aber freundlich, grün. CHGG zum Beispiel, mit dem schönen Zusatzeffekt, dass wir hier eine schöne Unterstützung haben um 9,5. Und das Hoch dieser Tageskerze, wo meine Stop-Buy-Order liegen würde, wäre wieder über dieser gebrochenen Unterstützung auch wieder ein schöner Fehlausbruch, eine Bärenfalle nach unten in dem Fall. Idealerweise, es hat jetzt keine 80% Trefferquote, keine 90, auch keine 70, aber die Wahrscheinlichkeit ziehen wir ein bisschen auf unsere Seite. Ja, noch so ein Beispiel, das war, wie gesagt, von den 9 Signalen waren eigentlich 3 brauchbar, von den 9 Screening-Ergebnissen. CPI hat eine schöne Korrektur, auch wieder auf ein tolles Unterstützungsniveau, hier inzwischen hoch gewesen, hier nochmal bei 38. Öffnet tief, wollte dann noch höher rauf, schließt nur noch knapp freundlich, ist ein Inverted Hammer und das Tageshoch hier wäre ein brauchbarer Kauftrigger. Das ganze Screening hat jetzt mal im Live nicht mal 5 Minuten gedauert, war der Aufgabe noch dazu fertig. Das war Setup 1. Muss ich ein bisschen sputen, weil ich fürchte, wir haben schon. Ja, Nummer 1 von 4. Also, ist es lieber, wenn ich hier stehe oder da drüben? Hier besser. Setup 2, Ausbrüche in relevanten Zonen sind wir bei Momentum Breakouts, ganz klassisch. Ganz klassisch, ganz einfach, neues 52 Wochen hoch. Hier kriege ich 20 Ergebnisse. Das ist brauchbar. Ich schränke hier noch ein bisschen Marktkapitalisierung ein und Mindestvolumen, was die Aktien haben müssen, damit man hier nicht Penny Stocks reinkriegt. Kann ich dann zeigen live, wenn wir noch Zeit haben. Aber das einzige technische Kriterium hier ist, welche Aktien haben ein neues Hoch, ein neues 52 Wochen Hoch. Und wir haben hier nur 20 Ergebnisse, absolut verkraftbare Liste. Die screene ich kurz durch. Auf A sind es valide Ausbrüche, wie hier bei Akam. Schönes neues Jahreshoch, 3 grüne Kerzen in Folge und das Volumen zieht mit an. Gültiger Ausbruch, ich bin nur keiner, der hier nachspringt. Ja? Ich will hier eher günstig rein und nicht nach 3 grünen Kerzen nachspringen. Das ist nichts für mich. Ich suche eher nach dem Gegenteil. Hier haben wir noch einen validen Ausbruch, MMP. Schon seit Tagen sehr freundlich unter deutlich anziehenden Umsätzen. Ist vielleicht hier nicht so gut zu erkennen, aber es sind 5-mal so hohe Umsätze als zuletzt. Und damit haben wir hier sehr viel Aktivität, sehr viel Akkumulation. Also die Aktie wird gekauft. Springe ich auch nicht mehr hinten nach. Wenn es mal wieder günstiger wird, gerne. Und jetzt hier, das ist eher wo ich Spaß dran habe. Wir haben ein neues 52-Wochen-Hoch bei PAA. Keine Ahnung, wie wir das eröffnet haben vor einer Stunde, vor 2 Stunden. Und sehen aber, ja, eine Aktie, die ein neues 52-Wochen-Hoch macht. Sie versucht schon ein paar Tage hier sich ranzuarbeiten und schließt dann mit einer schönen grünen Kerze drüber. Wir haben aber erstaunlich wenig Umsatz dabei. Das heißt, das Smart Money, die großen Institutionellen sehen das nicht so, dass das jetzt ein schöner Ausbruch ist. Da schrillen wir mir die Alarmglocken, da warte ich dann auf eine kleine rote Kerze, vielleicht auch mit Schlusskurs wieder unter dem ehemaligen Widerstand und mit Ziel hier unten ist das dann ein schöner Trade mit Chance-Risiko-Verhältnis 2-3. Hier nochmal ähnlich, ET hat versucht, einen riesigen Tag zu machen, eine schöne grüne Kerze, kam er wieder zurück. Ist das schon mal psychologisch nicht gut, ja, mit so einem langen oberer Schatten. Hat aber immer noch einen neuen höchsten Schlusskurs. Umsätze okay. Jetzt müsste man intraday reinzoomen, ob die hier oben entstanden, beim Abverkauf oder nicht. Aber der lange obere Schatten hier ist schon mal ein Alarmzeichen. Kommt bei mir auf die Watchliste. Wenn sie Schwäche zeigt in den nächsten Tagen, bin ich short dabei. Dann, wenn ich jetzt bei diesem Screening keine neuen Hochs gefunden hätte, dann ist immer auch ganz schön, das zeige ich direkt, wie das geht in Fenwiz. So. Hier bei den technischen Kriterien.
beim 52-Wochen-Hoch nicht nach neuen Hoch suchen, sondern zum Beispiel, welche Aktien befinden sich ganz knapp unter dem Jahreshoch. Da finden sich auch immer sehr schöne Abprall-Short-Möglichkeiten in dem Fall. Da war Team so ein Beispiel vor einiger Zeit. Auch dem Screener auf, weil, das ist jetzt hier zu vernachlässigen, das war auch dreifacher Verfallstag im März, aber wir sahen hier bei dem Angriff schon da, erste Bullenfalle, sehr wenig Aktivität. Ja, da zieht das Smart Money einfach nicht mit. Dann sehen wir hier ähnliche Situation, ähnlich lange Kerzen, wieder extrem wenig Aktivität, vor allem für diese lange Kerze, kaum mehr Umsatz als am Tag davor. Da schreit danach, dass hier einfach die Puste ausgeht und die nächste rote Kerze, wenn sie noch dazu so klein ist, wird dann gerne von mir genutzt für einen Short-Einstieg. Ist in dem Fall dann auch schön aufgegangen. Natürlich nicht immer der Fall. Genau, Setup 3. Ungewöhnliches Volumen. Sehr einfach zu screenen. Zum Beispiel mit TradingView, geht auch meistens mit beiden Screenern, aber ich möchte da ein bisschen Einblick in beide verschiedene geben. In TradingView kann ich wieder live zeigen, wo Sie den finden. Haben Sie hier unten links den Punkt Aktienscreener. Wenn ich den öffne, dann finde ich sogar schon bei den vorgeschlagenen Voreinstellungen den Filter ungewöhnliches Volumen. Wenn ich hier auf die Filterdetails gehe, dann kann ich hier nochmal auswählen, dass es nur Stammaktien gefiltert werden, gescreent werden sollen. Und ich möchte, dass das relative Volumen, wir fangen an bei ganz hohen Werten, ja, um die Liste, um jetzt nicht gleich 100 200 Ergebnisse zu kriegen, sondern möglichst wenig. Ich kriege hier bei relatives Volumen oberhalb 3, 33 Ergebnisse. Das ist okay, aber ihr könnt sogar schauen, wer schon über 4 hat, immer noch 20. So, das ist jetzt aber live und ich habe hier noch nicht eingeschränkt, dass die Penny Stocks raus sollen. Ja, dann haben wir schon mal nur noch eine. Das ist jetzt halt der Effekt des Live-Screenings. Der Tag ist erst jung und Blunk taucht hier auf, weil die werden von Cisco übernommen. Aber Sie haben gesehen, wie man das im Screener einstellt. Und ich habe Beispiele basierend auf dem gestrigen Schlusskurs mitgebracht. Das waren 7 Treffer mit relativem Volumen, das 3-mal so hoch war wie üblich. Und schauen wir sich das an im Tageschart. Screent die durch und dann sieht man hier zum Beispiel Equinox mit Absturz. Keine News, keine Quartalszahlen hier, das wäre sonst eingezeichnet hier mit dem E. Es ist mir egal, warum die Aktie so abgestürzt ist. Ich will nur Kurs und Action und Aktivität, die mir in meine Setups passt. Wir haben hier die lange rote Kerze mit extremen Umsätzen und gestern aber die Gegenbewegung wieder mit extremen Umsätzen ist ein Innenstab. Das ist schon mal interessant. B haben wir hier 2 Unterstützungszonen. Auch sehr interessant, die übrigens auch mit Open- und Schlusskurs ganz gut zusammentreffen. Was kann man hiermit machen? Wenn ich jetzt keine klareren, schöneren Signale hätte und noch Platz im Portfolio, könnte ich eine Kauforder über diesen Tag legen und eine Sellorder unter diesem Tag. Kann ich beide Seiten handeln. Was ich will, ist Volatilität, die haben wir gerade. Und ich will Action drin haben, die ist zu erwarten nach so einer Bewegung und meistens eher in die Gegenbewegung. So, wir schaffen die auch noch, das freut mich. Die trendfolgenden Setups sind die, die ich jedem an die Hand geben würde, wenn er gerade anfängt, generell reinzuschnuppern oder B, wenn er wieder Vertrauen fassen muss, weil er noch keine profitable Strategie hat. Ich kombiniere Trendfolge mit Mini-Reversion, also mit Übertreibungen in die Gegenrichtung. Ich will Impulsbewegungen in Trendrichtung sehen, mit viel Volumen, gefolgt von Korrekturen dieser Impulse mit weniger Volumen als der Impuls davor. Das ist nicht immer auf einen Tag festgenagelt, sondern im Kontext. Wenn die Korrektur 5-6 Tage dauert, dann darf auch mal ein Tag mit mehr Volumen dabei sein, aber im Kontext muss das Volumen nachgeben. Das sehen wir gleich ganz schön an einigen Beispielen. Das sind die besten, das sind so Premium, Volume, Preis, Action, Bilder. Alles, was nicht in das Muster fällt, wo die Preis-Action hat einen Widerspruch oder das Volumen zeigt einen Widerspruch, dann lasse ich die Finger von. Wir haben ein Universum von tausenden US-Aktien. Es gibt, wie sagt man so schon, schöner, irgendwo gibt es eine schönere Töchter. So,
Dieses Screen sieht ein bisschen anders aus, zum Beispiel mit TradingView. Wir haben die Einstellungen Börse, Stammmarkt, die sind die gleiche. Durchschnittsvolumen, hier ist so ein guter Filter, dass man sagt, okay, man will 1, 2, 3, 5 Millionen Aktien am Tag Minimum sehen, damit man die illiquiden Aktien ausfiltert. Der 200er Tagedurchschnitt, wir suchen jetzt nach Long-Aktien. Ne? Wir suchen nach Aktien, die gerade im Aufwärtstrend sind, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt notieren. Aber, jetzt ist interessant, die eine Wochenperformance kleiner Null haben, also die negativ performt haben. Das mache ich am Wochenende. Was will ich damit bezwecken? Ich will Aktien finden, die eigentlich im Aufwärtstrend sind, aber die gerade billiger geworden sind in der letzten Handelswoche. Ganz einfach. Das heißt, ich brauche jetzt nicht, wenn jetzt die Makro bullish ist, brauche ich nicht 700 Aktien auf die Watchlist geben, weil die gerade alle 700 im Aufwärtstrend sind und dann jeden Tag 700 Aktien durchklicken, ob jetzt eine korrigiert hat, sondern ich schaue mir schon am Wochenende an, ich dampfe das ein auf eine kleine Liste, wer denn überhaupt schon billiger geworden ist. Und kriege dann eine Liste, in dem Fall waren es 77 Übereinstimmungen letztes Wochenende, genau, das ist die Liste vom letzten Wochenende. Und dann gehe ich in den Wochenchart, weil ich will ja das Volumenbild im Wochenchart prüfen. Hier gibt es dann einen Reiter Performance. Und dann sortieren wir ganz einfach nach der 3-Monats-Performance. Wir wissen schon, die Aktien sind über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, aber wir wollen ja trotzdem dynamische Aktien, die gerade dynamisch sind und jetzt billiger geworden sind, eine Woche lang. Und da ist die 3-Monats-Performance ein ganz guter Kompromiss. Dann fängt man einfach an, von oben nach unten, von den dynamischen Aktien angefangen. Hier TDS hat den rasanten Anstieg nach News irgendwann, ist mir eigentlich egal warum, und hat jetzt eine negative Wochenkerze unter komplett harmlosen Umsätzen. Ne? Das sind nur Gewinnmitnahmen jetzt. Ist nicht fix, ist keine hundertprozentige Sache, aber die Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Damit kommt die Aktie auf die Long Watchlist für die nächsten 5 Handelstage. Und dann wird wieder in den Tageschart gewechselt und sobald ich eine kleine grüne Tageskerze kriege, Kauforder über das Hoch und fertig. Und jeden Tag, wenn wir sehen, dass die grün ist oder wenn der Tag abgeschlossen ist, wahrscheinlich wenn abgeschlossen ist. Ich schaue vor 22 Uhr eigentlich gar nichts. Okay. Außer Zeitstopp prüfen. Schauen wir uns so ein Beispiel an, wie diese VPA-Trennfolge idealerweise funktioniert. Das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel. Ich wechsle wieder kurz hier rüber. Impuls nach oben, hohe Umsätze, Korrektur, sinkende Umsätze. Korrektur muss nicht immer heißen, dass es deutlich billiger wird. Korrektur kann auch nur seitwärts sein. Die Aktie schöpft einfach wieder Atem. Nächster Impuls nach oben, gute Umsätze, kurze Korrektur, sinkende. Impuls nach oben, Korrektur, sinkende Umsätze. Impuls nach oben, wieder eine Mini-Korrektur, wieder ein Impuls nach oben, wieder deutlich sinkende Umsätze. Die Aktivität geht einfach hier massiv zurück in der Abwärtsbewegung und bis dahin spricht die Wahrscheinlichkeit einfach dafür, dass der Aufwärtstrend irgendwann wieder aufgenommen wird. Und so landen die Aktien dann auf der Watchlist. Auch ein schönes Beispiel. Apple hat hier lang laut Muster im Aufwärtstrend funktioniert. Impuls, Korrektur, immer sinkende Aktivität, wenn der Kurs nachgegeben hat. Bis hierhin gab es dann erstes Hoppala, erstes Alarmzeichen. Die roten Kerzen hier mit deutlich erhöhter Aktivität. Und dann die folgende Aufwärtsbewegung. Zwar wieder zweimal neuen höchsten Schlusskurs gemacht, aber sehen wir hier, die Aktivität lässt massiv nach im Vergleich zu der Action davor. Und das schreit nach einer wahrscheinlichen Topbildung. Dann haben wir den ersten Impuls jetzt nach unten. Das ist der erste Abwärtsimpuls seit langer Zeit. Gut, den kann man ja auch schon dazu rechnen. Der erste Abwärtsimpuls seit langer Zeit, dann Korrektur nach oben. Und dann kam eine längere Korrektur bei Apple. So, das haben wir gehandelt in Essilor, den Short. Wieder. Also das ist mustergültig, Impuls mit deutlich anziehenden Umsätzen, dann ein paar Tage seitwärts der Versuch nach oben ein paar Gewinne mitzunehmen, aber kaum Umsätze und die kleine rote Kerze hier war dann unser Short-Einstieg. Oder der Long in Symbiotic, auch kitschig eigentlich, Impuls rauf, Korrektur runter. Lässt hier nicht so massiv nach. Die Umsätze sind ein schönes Beispiel dafür, dass sie jetzt nicht austrocknen müssen, aber sie müssen im Vergleich zum Impuls einfach fallen sein. Auch nochmal zurück hier im Kontext. Ja, hier ist durchaus mal ein Tag dabei, der auch mal herausstechen darf, aber der Kontext zeigt nach unten.
die Regressionsgerade. So, und so eine kleine grüne Kerze im intakten Aufwärtstrend. Volumenbild passt auch. Perfekte Gelegenheit für eine Kauforder über dem Hoch. Und der Short hier in BXD war auch perfekt. Schöner Abwärtsimpuls. News, über News handeln wir sowieso nicht, aber nach den News gab es eine Korrektur, wo eigentlich überhaupt kein Kaufinteresse da war. Kleine rote Kerze, rein damit, Stopp über das Zwischenhoch. Kursziel hier knapp über dem letzten Zwischentief. Der hat nicht geklappt, der Long in CDV Corporation. Würde ich aber auch sofort wieder machen. Ja, das ist wichtig. Jetzt dann nicht immer nach Fehlern suchen und sich zu Tode grübeln, sondern einfach mal abhacken, wenn man keine Fehler gemacht hat, sich an seine Regeln gehalten hat. Dann, die Regeln können natürlich fehlerhaft sein, aber das weiß man erst durch Dokumentation, Auswertung. Das ist ein längerer Prozess. Aber solange man sich an die Regeln gehalten hat, ist alles gut. Schöner Aufwärtsimpuls im Aufwärtstrend. Korrektur. Trocknet komplett aus. Kleine grüne Kerze. Schönes Chance-Risiko-Verhältnis würde ich immer wieder machen. Verluste gehören da ganz normal dazu. Das sind unsere, wie bei anderen Unternehmen, und die Personalkosten, Materialkosten, das sind unsere Verlustrate. So, warum bevorzuge ich Stop-Entries gegenüber Limits? Die Frage wäre jetzt dann wahrscheinlich gekommen, wenn wir noch die Chance auf eine Fragestunde haben, Fragerunde. Es gibt zwei Arten, wie ich kaufen kann. Außer ich kaufe einfach direkt zur Öffnung, bestens. Das ist ein großes No-Go, bitte niemals machen. Ich kann ab einem bestimmten Kurs kaufen, das ist dann ein Stop-Buy-Order. Ich lasse mich einstoppen, wenn der Kurs, in dem Fall bleiben wir bei Long-Ordern, wenn er höher geht. Er muss diesen Kurs mindestens erreichen, erst dann wird der Kauf ausgeführt. Oder ich kaufe per Limit, das heißt, ich möchte zu diesem Kurs oder günstiger rein. Ja, ich möchte nur bis zum Limit kaufen. Das Limit klingt super, ja, ich komme zum gewünschten Preis oder besser rein. Das klingt wunderbar in der Theorie, in der Praxis verhagelt uns das reihenweise die Trades. Denn wir arbeiten im Tageschart, wir haben bei Aktien relativ häufig Kurslücken am nächsten Tag. In dem Fall hier, das war ein Long in Oracle, müsste das sein. Long Setup, Kauforder über das Tageshoch als Stop-Buy-Order. Das heißt, die Order wird erst ausgelöst, wenn der Kurs höher oder gleich liegt, sie eröffnet höher am nächsten Tag. Im ersten Effekt, schlechter Ausführungskurs als gewünscht, eigentlich nicht gut. Aber gerade diese Orders sind dann in der Regel sehr dynamisch. Ich habe ja schon mal die Bestätigung, dass der Trade in die Richtung, die ich eigentlich ohnehin haben möchte, losstartet. Stop-Buy wird ausgeführt, schlechter als gewollt, aber sie wird ausgeführt. Die Limit-Buy-Order, die kauft nur bis zu meinem Limit, wäre nie ausgeführt worden. Das Gegenbeispiel hier, Stop-Buy-Order, der Stop-Buy-Kurs wird nicht mehr erreicht, die Order wird nächsten Tag storniert, wenn ich per Limit ausgeführt worden wäre. Das Fazit dabei ist, mit den Stop-Entries bin ich einfach bei jedem Gewinner dabei, oft nicht ganz so günstig, als ich das haben wollte, aber dabei werden die Limit-Orders, da hakelt es mir zwar jeden Fehltrade rein und dafür komme ich zwar manchmal günstiger rein in die Trades, aber ich bin bei jedem Fehltrade dabei. Das haben wir vorhin gesehen, bei den Reversal-Kerzen hatten wir drei Setups, bei Trendfolge, müsste ich nachschauen, waren es glaube ich auch drei für heute, also angenommen, ich habe jetzt 8 Signale für den heutigen Tag. 42, gute Zeit. Muss ich eine sogenannte Triage machen, ja? Sagen wir, ich habe schon 4 Positionen im Portfolio, ich habe x Prozent meines Kapitals schon angelegt, ich kriege 8 neue Signale, was tun? Prioritäten setzen. Priorität 1 ist die Trades nach dem größten Chance-Risiko-Verhältnis rein. Ja, was meine ich damit? Das zeigen wir jetzt gleich an dem Long-Signal in, das war CHGG. So, das war hier unsere Reversal-Kerze gestern. Heute erstmal negativ eröffnet. Wenn ich hier das Stop-Buy-Order über das Tageshoch lege. Das Kursziel hier liegt hier ganz gut unter diesem Widerstand und den Stopp unter das Tief dieser Signalkerze, dann kriege ich hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,12. Alles jetzt nicht berauschend, aber Sie sehen das Prinzip dahinter, das mache ich dann einfach mit jedem der 6, 8, 10 Signale und kann so nach Chance-Risiko-Verhältnis reihen, ranken.
wenn es dann immer noch nötig ist, Klumpenrisiko meiden. Wir hatten am Wochenende in unserem Crashkurs-Portfolio, da hätte ich 6 oder 7 US-Versorger, Energieversorger auf die Short-Watch-Liste nehmen können, weil alle dasselbe Muster hatten. Da muss man sich halt beschränken auf maximal 2. Das heißt, Klumpenrisiko, keine 3 Autoaktien einen Tag, keine 3 Chemieaktien. Ihr wisst, was ich meine. Dann Strategiediversifikation. Wenn ich jetzt schon 8 Reversal-Trades laufen habe, ich kriege wieder Reversal-Signale, aber auch mal 2 Trennfolgende, dann nehme ich halt die von der Trennfolgestrategie natürlich. Weil die Strategien, die sollen sich ja gegenseitig helfen, gegenseitig ein bisschen abfedern. Nicht nur dann eine Lieblingsstrategie handeln, weil die gerade so gut gelaufen ist. Der nächste Drawdown kommt bestimmt. Ja, und dann schaue ich noch auf Verhältnis Long zu Short. Wenn ich schon 8 Longs im Portfolio habe, dann werden einfach keine neuen Longs erlaubt. Außer ich kriege 4 neue Shorts dazu, dann kann ich auch wieder 4 neue Longs dazu nehmen. Ja, die hedgen sich einfach gegenseitig ab. Also das Schöne wieder bei kurzfristigen Swing Trading, dass die Aktien sehr wohl einige Tage auf und die andere runterlaufen können. Jetzt kriegt ihr noch eine kleine Checkliste von mir für die Trendfolge VPA, die ich im Crashkurs noch viel detaillierter beschreibe. Wenn ihr per E-Mail kriegt, 2 Eintragungen im Newsletter, das ist jetzt so eine grobe Übersicht. Ich bin am Wochenende auf Outperformer, haben wir gesehen, wie. Die aber die Woche korrigiert haben müssen. Müssen dann noch nachschauen, ob die Korrektur diese Woche unter schwächelndem Volumen stattfindet. Und das, die kommen dann auf die Longwatch-Liste. Sagen wir 10. Du suchst dir die 10 schönsten, vielversprechendsten Aktien aus. Dann wird auf einen grünen Handelstag gewartet. Stop bei Order über das Tageshoch. Stop unter das Swing-Tief. Kursziel knapp unter das Swing hoch und dazu kommt noch ein Zeitstopp von 5 Tagen. Der Zeitstopp, das ist ein Thema, glaube ich, zu dem ausführlich nicht mehr. Ich fasse es kurz zusammen. Der Zeitstopp, wenn wir auf Aktiencharts gucken, Tageschart, dann werdet ihr, achtet mal drauf, wie lange die Swings nach oben und unten im Schnitt dauern. Ja, die gehen jetzt nicht 100 Tage in einen geradeaus, schnurgerade in eine Richtung und auch nicht, sondern die swingen mal 20 Tage, mal 3, mal 18, mal 4. Und im Schnitt sind 5 bis 7 Tage ein sehr guter Durchschnitt, wie lange die Swings in eine Richtung dauern. Und daher war für mich relativ bald klar auch, dass der Zeitstopp nach 5, 6, maximal 7 Tagen absolut Sinn macht. Wenn der Dreh sich bis dahin nicht in meine gewünschte Richtung entwickelt hat, dann tut er sehr selten nur danach noch. Und ich will mein Kapital nicht in toten Trades packen, sondern lieber in neue dynamische Signale investieren. Short genau spiegelverkehrt. Einfach das Gegenteil, dann ist Stop-Sell-Order unter einem roten Handelstag nach einer Erholung nach oben. Einfach nur spiegelverkehrt. Dann, wir tracken dieses Portfolio, haben wir angefangen vor 3 Wochen zu tracken, von dem Setup, das wir in dem Newsletter Crashkurs abbilden, sehr regelbasiert, sehr reproduzierbar. Das fängt super an, aber 3 Wochen sind dann noch zu wenig Signale. Deshalb hat ein befreundeter Programmierer das in Realtest umgesetzt und kommt zumindest mal bei dem Long Setup auf ganz schöne Zahlen. Ich muss mich hier ein bisschen einschränken, es sind dann schon Jahre dabei auch, die dann ein bisschen mühsamer sind, aber muss noch ein bisschen durch den Code durchblicken, damit ich das selbst noch adaptieren kann. Aber fängt mal vielversprechend an. So. Jetzt haben wir noch Zeit für Fragen, wenn ich das richtig sehe. Oder nicht, Stefan? Doch, klar. Ja? Ja. Sollen wir Screener noch durchnehmen oder sollen wir Chartbeispiele durchgehen? Was ist gerade wichtiger? Ja? Wir haben in den Beispielen auch schön gesehen, dass nach dem Tag nach den Earnings, ja, da ist ja meistens Musik dran. Ne? Die eine ist ja nach oben geschossen. Aber das Reversal von so einem Überfall, wie würde man das quasi festhalten? Da gibt's, das sind dann die News-Trader, sage ich mal. Ja. Da gibt es den lieben Tim zum Beispiel von Trading Freaks. Der hat das für sich optimiert. Meine Welt ist das nicht.
Vielleicht Thomas, glaube ich, ist da eher dann der Ansprechpartner, was seine mechanischen Systeme in solchen Situationen anstellen. Action ist gut, wir wollen Action, brauchen Roller. Allerdings beim News Trading halte ich einen Tag Abstand, weil hier sehr viele Fake-Bewegungen intraday einfach drin sind. Wenn Sie jetzt vielleicht meinen, wir sind Tageskerzen, wir hatten vorher die Situation mit Equinox, ja, vielleicht war da irgendeine News. Die Musik ist schon vorbei. Also am nächsten Tag nach den Earnings hat man ja entweder den Peak und der Markt läuft ja nicht ewig, also gibt es irgendwo eine Decke. Und dann gibt es eigentlich einen Hintergrund Einstieg für das Reversal. Ja, ich habe mir das mal angesehen, das ist schon ein paar Jährchen her, aber da wollte ich mich auch spezialisieren auf diese Tage nach News. Und das ist so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Man glaubt, eine Idee zu haben und entdeckt dann Setups, wo das funktioniert hätte. Wenn man es aber ganz subjektiv neutral vielleicht auch programmiert, dann sieht man, dass sich das eigentlich aufhebt. Ja, man glaubt, jetzt kommt das Reversal, aber genauso oft läuft es nach News, nach dem Gap nach unten, auch nach unten weiter. Also diese Tage, ein Tag vor News und ein Tag nach News, ich habe mir da keinen Edge arbeiten können. Also Edge, einen statistischen Vorteil. Bitte. Ich habe noch eine Frage. Funktioniert das auch alles bei Forex? Nee, nicht 1:1. Warum? Wir haben einen durchgehenden Markt. Da bin ich als Forex-Trader sowieso falsch. wir haben keine Gaps. Was noch? Ja, wir haben da schon eine große makroökonomische Komponente. Die habe ich jetzt bei Einzelaktien nicht unbedingt auf Sicht von wenigen Tagen. Bei Devisen hast du halt immer das Zusammenspiel zu beachten mit, ja, da hast du rechts von dir einen Makroökonomen erster Güte, der wird dir da, den kannst du dann noch super drüber quatschen. Bei mir hat Forex nie so funktioniert für mich, weil Strategien gibt es wie Sand am Meer. Ja? Deshalb habe ich gesagt, bitte fangt mit einer an und versucht es jetzt nicht, euch eine Strategie anzupassen, weil die für jemand anderen funktioniert, sondern ihr müsst ja was finden, was zu eurem Charakter passt, zu eurem Zeitanfordernis, zu eurem. Ihr müsst einfach gut schlafen können damit und entspannt damit sein, dass auch mal Swings nach unten gut mitgenommen werden und Vertrauen in die Strategie aufbauen. Das ist das Problem mit gekauften Strategien, mit geklauten Strategien, mit kopierten Strategien. Die mögen bei dem gut funktionieren, gut aussehen, man kriegt ein bisschen FOMO, Fear, dass man was, Angst, dass man was verpasst und handelt die nach, ja. Dreimal geht's gut, siebenmal geht's schlecht. Und dann klappt man schon in der Tonne wegen viel, sieben Fehlsignalen in Folge. Wenn man das aber sich selbst erarbeitet und anpasst, klauen und klauen ist völlig okay. Ja, klaut zusammen, was geht, mach nichts anderes. Funktionieren ja viele Dinge schon. Aber dann adaptieren. Ja, adaptieren in der Hinsicht, dass es eben zu einem zum Charakter passen muss. Bei mir ist das eben. Wie hoch ist das Winning Ratio mit diesem Ansatz? Bei den Prozent, also. Ah, bei dem waren es, bei der Programmierung waren es 55%. Da waren es 55% bei der Programmierung. 55. 55? Ja. Okay, nehme ich mit Kusshand, ehrlich gesagt. Ja, das klingt jetzt immer so wenig, aber ich würde das mit Kusshand nehmen langfristig. Tatsächlich. Wir haben immer so romantische Vorstellungen von Systemen mit 80-90% Trefferquote. 96. Ja. Ah, Renditebrief, oder? Nein. Habe ich eine E-Mail gelesen gestern. Das sind dann wieder andere Sachen, ja. Das sind dann gehen in Richtung Stillhalter-Sachen, ja. Wo halt kleiner Ertrag, Risiko aber nach oben hin dafür offen. Ja, das ist dann auch wieder eine andere Welt. Bei mir, meine Welt ist die der US-Aktien. Die Rollovers werden nicht mitgerechnet. Bitte? Die Rollovers werden nicht mitgerechnet. Kommt auch noch dazu, genau. Ja, ja. Ich habe mich da gar nicht so eingelesen, ist auch nicht. Ich habe es so gemacht. Ja. Aber haben die Shorts nicht einen Vorteil gegenüber den Longs? Bei Aktien nein. Du hast einen Long Bias. Die Märkte tendieren ja nach oben. Also, wenn ich auf den Apple im Short eine Overnight Trading mitbringe, dann verliere ich doch doppelt. Wenn du bei Apple im Short was bei, mitkriegst? Ja, wenn du bei Apple Short machst und kriegst eine Prämie dafür. Ja, ja. Dann ist doch der Gewinn doppelt. Ja, das klingt immer so gut. Das sind dann, das ist die Strategie, sind so, sag mal, besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach, aber irgendwann kracht das Dach dann durch
Weil du hast dann mal ein Gap gegen dich oder ja, und diese Gaps, die sind dann einfach ein Vielfaches deiner kleinen Gewinne. Oder sprechen wir jetzt von Optionsstrategien, das ist wieder eine andere Liga. Können wir dann gerne noch weiter quatschen beim Café, aber ich darf jetzt den Thomas seine Zeit nicht klauen. Jo, vielen Dank an WSL Invest für die Einladung. Ja, gerne. Morgen gerne wieder. Ich habe hier noch eine Frage, wie man an deinen Newsletter kommt. Michael Hinterleitner.de, da ist sofort das Formular einfach eintragen und ich kriege dann automatisch die nächsten 7 Tage, jeden Tag eine E-Mail zu dem 7-Tage-Crashkurs. Dann sage ich danke. Vielen Dank. Wunderbar. Michael, ich habe es ja angekündigt. Es ist immer wieder spannend, dir zuzuhören. Vor allen Dingen die Simplizität, die du da an den Tag legst. Ne? Also das ist ja wirklich wenig Zeiteinsatz, relativ simpel zu machen, mit kostenlosen Tools sogar. Ja? Das finde ich immer wieder ziemlich beeindruckend. Und ja, die Ergebnisse sprechen dann doch für sich, wenn wir die Equity-Kurve uns mal gerade angeschaut haben. Ich meine, auch wenn man sagt, oder vom Gefühl her sagt, 55% Trefferquote ist jetzt nicht viel, es hängt ja nicht immer an der Trefferquote. Zum einen. Zum anderen sind 55% mehr als 50%. Und 50% ist letztlich der Münzwurf. Ne? Das ist, oder rot oder schwarz beim Roulette. Stimmt auch nicht, sind 49, so und so. Da gibt es noch die Null. Aber man muss das mal immer ins Verhältnis setzen. Und vielleicht weiß es der ein oder andere, ich habe vor mittlerweile 20 Jahren, Gott, ey, die Zeit vergeht, den Fröhlich-Faktor entwickelt. Und dieser Fröhlich-Faktor, der hat seinen Sinn darin, dass man solche Ergebnisse und auch so Trade-Historien analysieren kann. Man kann das auch im Wege eines Backtestings machen. Und der Sinn dieses Fröhlich-Faktor war und ist es, zu messen, wie gut die Qualität dessen ist, was man da vor sich hat. Und um das auch vergleichbar zu machen mit anderen regelbasierten Ansätzen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Je höher der ist, umso besser ist es. Dachte ich vor 20 Jahren, als ich das veröffentlicht habe. Später bin ich dann drauf gekommen, habe gedacht, naja, wenn du jetzt einen Faktor von 5, 6, 7 oder 8 hast, dann ist die Aussage nämlich die, wir haben die guten Parameter eines Tests, eines Reports, geteilt durch die schlechten Parameter. Und die Besonderheit meiner Kennzahl war, dass der größte Gewinn unter dem Bruchstrich steht. Also dass ich sozusagen so einen Ausreißer rausfilter, damit nicht ein Trade verantwortlich ist für das Gesamtergebnis. Das war mir wichtig. Das war so die Innovation von dieser Kennzahl. Und da kommt auch unter anderem die Trefferquote drin vor, aber auch das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust. Und das ist das Entscheidende, dass das zusammen stimmt. Ja, also deswegen vielleicht das nochmal ganz kurz als Ergänzung auch von mir. Und das ist eigentlich jetzt eine super Überleitung zu dem nächsten Thema. Da geht es nämlich genau darum, ja, Systematiken zu analysieren, die Qualität von Signalen zu beurteilen im Wege des Backtestings. Und da haben wir uns dann gleich den zweiten Spezialisten hier an Land gezogen. Und das ist heute tatsächlich der österreichische Doppelschlag, muss man sagen, ne? Den also Michael Hinterleitner und Thomas Wittner in einer Veranstaltung haben. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, Sie hier vor Ort haben einfach nochmal die Möglichkeit, sich zu erfrischen sozusagen. Da hinten haben wir noch ein bisschen Kaffee, ein bisschen Saft und den ein oder anderen Keks auch, wie ich das so richtig sehe. Und ja, Sie zu Hause würde ich bitten, bleiben Sie dran. Es bleibt super spannend hier bei uns und wir machen schnell den Umbau und dann kommen wir gleich wieder. Bis gleich. So, wir haben es geschafft. Thomas Wittner ist am Start. Es ist nicht so wie im Fernsehen bei uns, dass wir erstmal eine riesen Werbepause machen, sondern wir machen einfach einen stummen Umbau. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ich hoffe, Sie konnten sich hier
ein bisschen erfrischen und sich wieder mental auf das vorbereiten, was jetzt kommt. Power der quantitativen Analyse von Aktien und Aktienportfolios ist das Thema von Thomas Wittner. Thomas kenne ich schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange, das ist schon ewig her. Und er hat ja auch Bücher geschrieben zu dem Thema Börsenhandel. Zwei sind es, glaube ich, oder drei inzwischen sogar. Fünf, so, oh Gott, ich bin hinterher, siehst du? Also ich habe auch das erste gelesen von ihm, muss ich auch dazu sagen. Aber fünf hat er schon geschrieben, Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, und er beschäftigt sich seit Jahr und Tag mit dem Aktienhandel sehr intensiv, ist dann, hat dann das Backtesting von Portfolien, Aktienportfolien entdeckt, was nicht ganz so einfach ist, muss man sagen. Das kenne ich ja selber von unserem Nano-Trader, der ja auch diese Möglichkeit hat, Dinge zu testen auf der Basis von historischen Daten. Nur der Nano-Trader ist halt beschränkt auf das einzelne Papier oder auf den einzelnen Markt. Du kannst also nicht die Backtests dann nehmen und mal so eben so ein Portfolio draus kreieren und dann gucken, wie dann dieses gesamte Portfolio sich entwickelt hat. Um sowas umzusetzen, also da musst du schon auch programmiertechnisch ziemlich viel Aufwand betreiben, weil da kann man sich vorstellen, da sind viele, viele Klippen zu nehmen. Man muss da wirklich schauen, dass man da sehr akkurat bleibt. Und deswegen hat uns das immer so ein bisschen davon abgehalten, so etwas zu implementieren, weil das eben wirklich nicht so simpel ist. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was man antrifft, wenn man sich mit dieser Materie beschäftigt. Da gibt es dann eben durchaus auch Tools, die das eben nicht ganz so akkurat machen. Und alleine schon einen Backtest zu implementieren, der nur auf den einzelnen Markt oder auf das einzelne System referenziert, das ist schon schwer genug, weil es auch da einige Ausnahmen gibt. Und ich behaupte einfach mal, dass im Nanotrader dieser Algorithmus des Backtestings sehr, sehr gut implementiert ist, weil eins sichergestellt ist, dieser Test rechnet sich nicht reich, sondern er ist so methodisch angelegt, dass es wirklich ein realistisches Ergebnis ist, was da, also annähernd realistisch, ne? Es ist schon noch anders, als wenn man live trade, aber es ist eben annähernd realistisch und man rechnet sich nicht schön. Das ist immer die Gefahr bei diesen Sachen. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Und das ist das, wo der Thomas sich da richtig reingekniet hat und da auch ein Tool gefunden hat, womit man das dann machen kann, was ich auch wirklich gut kenne, was ich auch sehr schätze und wo ich auch sage, das ist sehr akkurat, was dieses Tool macht. Das ist nämlich WealthLab, womit du arbeitest. Und ja, du hast das alles in- und auswendig studiert. Und insofern freue ich mich, dass er unserer Einladung heute gefolgt ist, um euch jetzt hier vor Ort und natürlich online seine Erkenntnisse zu diesem Thema und zu diesem Gebiet jetzt zu präsentieren. Und insofern, ja, herzlich willkommen, lieber Thomas. Danke dir, lieber Stefan. So, können wir das hier einstecken? Ja. Du kannst das einstecken, genau. Und wir verdrahten ihn noch kurz hier. Gut. Nicht, dass das irgendwie so Geräusche gibt oder so. Genau, und das klippst du einfach an. Genau. Super. Na dann, viel Spaß. Dankeschön. Ja, danke, Stefan, für diese extrem nette Einleitung, Leitung und vielen Dank an euch fürs Kommen heute hier. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch von zu Hause aus die Zeit nehmt und diesen Vortrag als Livestream folgt. Michael, mein Vorredner, war ja etwas kürzer. Das heißt, wir haben eigentlich bis 20 Uhr Zeit. Schauen wir mal, ob wir es auch so lange aushalten. Falls es zu mühsam wird, naja, machen wir vielleicht eine kurze Pause zwischendurch von ein paar Minuten. Aber das werden wir sehen, wie sich da die Dinge entwickeln und wie im positiven Sinne aufmerksam ihr seid. Ja. Und ja, ich hoffe, dass ich euch nicht überfordere. Der Titel heute ist schon ziemlich nerdig. Ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt marketingtechnisch die beste Idee gewesen. Aber ja, letztlich geht es ja um das. Man könnte es auch Backtesting-Aktien nennen. Was ich dann morgen auf der World of Trading so gemacht habe, dort habe ich schon ein bisschen einen eleganteren Titel gewählt, weil da kommt keiner, ne, wenn du das so nimmst. Gut, wir werden das aber heute schon so machen, dass es wirklich einfach
verständlich ist. Also wir werden natürlich keine einzige Codezeile betrachten, wir werden uns keinen Computercode anschauen, wir werden alles ohne Coding erklären, mit Drag-and-Drop-Lösungen. Ich werde auf einige Dinge aufgreifen, die der Michael vorher erwähnt hat, die mir sehr gefallen haben. Ich werde aber auch einige Dinge aufgreifen, die mir nicht so gefallen haben, weil es einfach auch verschiedene Ansätze im Trading gibt. Ich finde das auch jetzt gar nicht so sehr einen Streit darüber, wer jetzt recht hat, er oder ich, sondern es sind einfach andere Zugänge zu dem Thema. Und es ist vielleicht für euch auch gut, wenn ihr auch einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema seht, obwohl es sehr, sehr viele Überschneidungen gibt von den Methodiken her. Das ist mir aufgefallen bei dem, was der Michael vorher erzählt hat. Er hat auch was Nettes gesagt, nämlich das Thema Glauben, so nach dem Motto, ihr glaubt halt das jetzt, was er erzählt, aber genau darum geht es eigentlich, ihr solltet jetzt nichts glauben. Und deswegen machen wir ja quantitative Analyse, also Backtesting, weil dann können wir uns mit Fakten beschäftigen. Dann können wir, haben wir Zahlen, dann haben wir Daten, die können wir auswerten und dann sehen wir ja, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Ja? Und das ist halt das Schöne am Backtesting, dass man Dinge überprüft. Ja? Und wenn was funktioniert, dann verwenden wir es. Und wenn was nicht funktioniert, dann verwendet man es nicht. Das ist eigentlich relativ einfach. Wie man halt zu den Dingen kommt, die funktionieren, das steht auf einem anderen Blatt. Ich mache das kurz. Im Prinzip seit 23 Jahren Trading und seit 2009 selbstständig in dem Bereich und auch schon im Asset Management gewesen, Vermögensberatung und so weiter. Ja, und seit 2019 wieder im Bereich Speaker, Trading Coach, nachdem wir das Unternehmen damals den ersten Aktien-Robotweiser weltweit, den wir damals gegründet haben, wieder verkauft haben, widme ich mich wieder in meiner freien Zeit dem Thema Education für private Trader, die das Trading auf dieser Basis gerne lernen möchten. Ja, Disclaimer ist immer dabei, weil ich eben aus dem Vermögensverwaltungsbereich komme. Risikohinweis, klar, wir arbeiten hier zwar mit Backtests, aber auch das ist natürlich keine Garantie, sondern nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge dann auch so eintreffen, wie es der Backtest verspricht. So, 1, 2, 3, 4, glaube ich, sind es. Agenda von heute. Ich habe das bewusst, also eine relativ kurze Agenda. Das heißt nicht, dass wir schnell fertig sind. Es geht einfach darum, dass wir sehen werden, wie weit wir kommen. Weil natürlich Backtesting Basics, Backtesting Advanced und so fortgeschritten, da kann jetzt alles reinpacken. Also die haben das bewusst offen gelassen, wie viel wir heute an Stoff durchnehmen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir da durchhetzen. Ich möchte die Themen schon gerne auch gut erklären. Ja, beginnen wir mit Backtesting und mit einer meiner Lieblingsaussagen, Trading ist ein statistisches Problem. Und wenn man kurz darüber nachdenkt, dann leuchtet das eigentlich auch ein, weil wir können nicht in die Zukunft blicken, wir wissen nicht, was morgen passiert, wir haben keine Ahnung, ob es morgen rauf oder runter geht, um es vereinfacht auszudrücken. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, das wir haben, das sind die Daten und die beziehen sich natürlich auf die Vergangenheit. Das ist oft der Kritikpunkt am Backtesten, ne? Das ist ja nur die Vergangenheit, naja, aber die ganze Statistik beschäftigt sich halt mit Vergangenheit und das ist eine anerkannte Wissenschaft, auf der viele Branchen beruhen. Und auch sehr erfolgreich sind. Ich selber bin gelernter Versicherungstechniker und aus der Versicherungstechnik, auch dort arbeiten wir natürlich oder haben, damals und ich, habe gearbeitet mit Datensätzen, mit Schadenauswertungen, wollen wir wem versichern oder nicht, zum Beispiel. Ne? Und natürlich ging es da auch um die Vergangenheit, weil wir haben nicht gewusst, ob der morgen stirbt oder nicht, ne? Um das jetzt ein bisschen zynisch zu formulieren. Also letztlich geht es um Statistik beim Traden und Michael hat das vorhin gesagt und da hat er total recht. Wenn man sich überlegt, dass Trading grundsätzlich eine handwerklich einfache Tätigkeit ist, kaufen oder verkaufen, ja, ist halt schon eigentlich erschreckend, wie viele dabei scheitern. Und das liegt an einigen, wahrscheinlich könnte ich jetzt 5 solche Folien bringen, ich habe mir da 3 Punkte rausgepickt, an einigen fachlichen Fehlern, die gemacht werden und die halt leider immer wieder gemacht werden und die aber auch von vielen Trading Coaches so weitergegeben werden. Ich möchte es hier einfach mal kurz ansprechen. So, erster Punkt und ich habe so eine ähnliche Folie vor ein paar Wochen auf einem Webinar für technische Analysten gebracht. Da könnt ihr euch vorstellen, was da los war im Chat. Ja. aber ja, wie gesagt, da muss man immer wieder sich fragen, wenn es nicht läuft, warum läuft es denn nicht? Was mache ich denn falsch?
Wenn wir jetzt gesagt haben, Trading ist ein statistisches Problem, wir müssen die Dinge auswerten, schauen, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren, dann frage ich mich, warum wir einzelne Charts analysieren. Was mache ich mit dieser Information? Ein Chart ist ein Setup, ein Einzelereignis. Wenn ich jetzt mit irgendetwas arbeiten will, was ich aus dem Chart herauslesen möchte, ich kaufe ein neues, weiß nicht, 20-Tages-Hoch oder 20-Tages-Tief oder ich kaufe nach einem Hoch einen Rücksetzer, warum backteste ich das nicht? Warum schaue ich mir einen Chart an und sage, ja, das mache ich jetzt so? Das Problem ist, dass der Chart oft einen gewissen Interpretationsspielraum belässt. Und dieser Interpretationsspielraum, den kann man jetzt sagen, na, das ist ja nicht so wichtig. Das ist sehr wohl wichtig. Wir werden uns dann nachher Indikatorenanalysen anschauen, wo wir sehen, dass der ein und derselbe Indikator in verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten komplett unterschiedliche Ergebnisse bringt. Und das sind eben die Dinge. Also ein Chart ist ja nichts anderes als die grafische Aufbereitung des Kursverlaufes. Damit wir, wenn wir hinschauen mit Auge, dass wir das besser sehen können. Auf einen Blick geht es rauf, geht es runter, geht es seitwärts. Ja. Aber letztlich kann der Computer dieses Verhalten natürlich besser auswerten. Und deswegen frage ich mich immer, wozu eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir, vielleicht sehen wir irgendwo einen Chart heute bei mir, aber Charts, ja, Charts nütze ich eigentlich nur deswegen, um einen Indikator zu verstehen. Wenn ich Indikatoren auswähle für das Backtesting, da kommen wir auch noch dazu, wie wählt man die eigentlich aus? Wie komme ich auf die Indikatoren, die ich backtesten möchte? Und der Indikator, der macht was, also der funktioniert tendenziell mal ganz gut. Dann schaue ich mir mal an, um den Indikator zu verstehen, also lege ich mir den in einen Chart hinein und schaue mir mal an, was tut der. Ne? Und das ist eigentlich das Einzige, wozu ich Charts verwende. Ich wüsste sonst keinen praktischen Grund dafür. Ja, wenn wir von Statistik sprechen, und Statistik ist die Analyse von Massenphänomenen, dann wird es natürlich bei einem einzigen Trade relativ dünn, was die Masse betrifft. Ne? Das heißt, wir brauchen viele tausende Trades, um aus statistischer Sicht sagen zu können, ich habe hier ein Trading-System mit einem positiven Erwartungswert oder eben nicht. Und dann kommt gleich die Anschlussfrage natürlich, die ich mir oft stelle, wozu führen Trader Trading-Tagebücher? Man kann natürlich Tagebücher führen. Eine Frau führt auch eins, ein privates, sie tradet halt nicht. Ne? Weil es ja Spaß macht, weil es ja Freude dran hat. Aber was hilft mir das beim Trading? Ich meine, im Nachhinein weiß ich immer, was ich hätte besser machen können bei einem Trade. Das ist ja keine Kunst. Aber in der Situation, wenn man steckt und eine Entscheidung treffen muss und die Zukunft nicht kennt, sind wir wieder beim Thema, wir wissen ja nicht, was passiert. Ne? Und im Nachhinein dann, ich finde es einfach schade um die Zeit, dass man da mit Tagebüchern, da malt man dann etwas rein in die Charts. Das ist ja alles ganz nett, aber das führt ja eigentlich an dem wahren Kern des Tradings verstehen vorbei, nämlich Trading-Systementwicklung. Muster-Trades gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Und auch dieses Thema, der Entry, also wann steige ich ein, wann kaufe ich, ne? Die Qualität dieses Entries, das wird oft so hochstilisiert. Die Qualität im Trading, die Quantität ist mindestens genauso wichtig im Trading. Wir werden uns dann nachher Beispiele anschauen, wie sich das verhält, wenn ich einen Indikator in Richtung Qualität einstelle oder ich stelle ihn in Richtung Quantität ein. Wir werden sehen, dass Qualität nicht immer die beste Lösung ist, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt. Ja. Gut, gibt's, also würde es wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, 5 solche Folien geben, mit Dingen, die einfach oft falsch gemacht werden und die man mit einfachen Backtests in wenigen Minuten identifiziert, diese Fehler. Ja. Wenn wir jetzt noch einmal auf dieses Thema Statistik zurückkommen, das habe ich schon gesagt, ein Trade ist natürlich keine Masse. Ein Chart ist ein Einzelereignis, das sind wir schon ein bisschen weiter gedacht. Ein Track Record. Wir haben vorher von Michael einen Track Record gesehen, auch wenn er hochgerechnet war, aber im Prinzip eine Equity-Kurve. Ja? Im Prinzip ist auch das ein Einzelereignis. Ein Szenario, klingt jetzt ein bisschen nach Science Fiction, aber es gibt auch mehrere Szenarien. Da gibt es dann wieder solche Techniken wie Monte-Carlo-Analysen, wo man synthetische Equity-Kurven erzeugt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir zu dem heute kommen. Vielleicht schnuppern wir kurz rein, aber das wird wahrscheinlich auch zu viel des Guten sein, weil viele von euch werden noch nie mit Backtests gearbeitet haben. Da will ich jetzt nicht mit Monte-Carlo-Analysen daherkommen, weil dann wird es einfach zu viel des Guten. Aber ich will immer nur auf diesen statistischen Grundgedanken hinweisen. Ja. Wenn wir nur eine Equity-Kurve haben, haben wir auch nur einen Max-Drawdown. Damit ist diese Kennzahl statistisch nicht relevant.
auch wenn sie interessant ist, aber sie hilft mir nichts bei der Systementwicklung. Da gibt es andere Drawdown-Kennzahlen, durchschnittlicher Drawdown, Drawdown-Zeiten, auf die man bei der Systementwicklung achten muss. Weil ich muss ja wissen, was kommt auf mich zu, wenn ich ein Trading-System handeln möchte. Die Performance ist das eine, aber wie schaut es mit der Schwankung aus, der Volatilität, dem Risiko? Und da gibt es unter anderem diese Drawdown-Kennzahlen, die mir das verraten. Ja, Backtesting ist im Prinzip von den Tools, die man braucht, von den Tools jetzt her, einmal eine simple Geschichte. Ich brauche eine Software, die das kann. Theoretisch, wenn man programmieren kann, kann ich auch mit Excel backtesten, bis zu einem gewissen Grad. Und ich brauche natürlich die Daten. Ich brauche historische Aktienkurse, die ich da hineinspiele und die ich dann analysiere. Ja. Jetzt haben wir übrigens eine interessante Überschneidung gehabt, dass der Michael vorher und ich jetzt, dass wir beide Aktien traden. Und auf diese andere Klasse fokussieren. Das hat ja, also zumindest bei mir, fundierte Gründe, bei Michael nehme ich an auch, aber er hat sie nicht geäußert, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei ihm genauso ist. Aktienmärkte sind einfacher zu traden als andere Anlageklassen. Der bereits genannte Long Bias, die tendieren zu steigen, deswegen ist man mit Long Trades immer mal auf der sicheren Seite. Short Selling ist schwierig bei Aktien, funktioniert statistisch gesehen nur in bestimmten Marktphasen und die sind relativ klein oder gering, diese Marktphasen. Wir haben sehr viele handelbare Instrumente bei Aktien, zigtausende US-amerikanische Aktien. Warum eigentlich wir beide, Michael und ich, US-amerikanische Aktien? Naja, weil es eben sehr viele gibt, weil die Auswahl sehr groß ist, Statistik, Massenphänomene, viele, ne, kann ich gut auswerten. Mit einer Handvoll DAX-Aktien kommen wir nicht sehr weit, auch nicht mit den ATX-Aktien. Abgesehen davon günstige Gebühren oder gar keine Gebühren wie bei Freestocks und das Angenehme, deutlich weniger effizient als andere Anlageklassen, viel weniger makroökonomisch getrieben, wurde auch schon gesagt. Und das Angenehme, dass die irgendwann geschlossen haben, nämlich über Nacht. Damit kann ich mich, und das ist eine Technik, die wir dann ein bisschen gleich haben, bei geschlossenen Märkten auf den nächsten Handelstag vorbereiten. Ja, was der Michael jetzt manuell macht mit den Screenern, mache ich technisch auf Knopfdruck. Aber es hat nur ein anderer Zugang, aber prinzipiell machen wir das beide auf Tagesschlusskursbasis. Er hat dann seine Stop-Entries, seine, weiß ich nicht, ob auch Limit-Entries, weiß ich nicht mehr, Limit auch, nichts. Okay, Stop-Entries. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich arbeite grundsätzlich mit Market on Open Entries. Das sind die einfacheren Systeme. Da hat der Michael gesagt, und das sehe ich ein bisschen anders, dass das nicht so gut ist. Ich sehe es sogar sehr gut. Ja, Market on Open einsteigen. Ja, klar, man kriegt nicht immer den besten Kurs, aber man ist halt ausführungstechnisch auf jeden Fall dabei. Und wenn man es automatisiert, am performantesten sind natürlich Limit Entries. Das heißt, wenn ich mich auf die Lauer lege. Klar, das Risikoverhältnis wird ein anderes, wenn ich günstiger reinkomme, das ist klar. Limitsysteme, wenn man es so macht wie ich mit Backtesting, muss man automatisieren. Weil ich kann ja nicht den ganzen Tag vor der Kiste sitzen und darauf warten, dass das Ding das Limit erreicht. Wenn ich jetzt ein Portfolio habe mit 250 Aktien, die ich auf Limit kenne oder darauf warte, dass das Limit runterkracht bei den 250, ja. Naja, wie soll ich oft in der Geschwindigkeit dann die richtigen 5 schnell manuell eingeben, das geht nicht. Das heißt, die Backtesting-Software muss mit der Handelsplattform permanent kommunizieren, dann funktioniert das. Ja. Limitsysteme, das ist ein bisschen komplexer. Also für einen Einsteiger im Bereich der quantitativen Analyse ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert, mit sogenannten Market-Entry-Systemen zu arbeiten. Weil da kann man die Order irgendwann tagsüber einstellen und wenn die Märkte eröffnen, dann wird die einfach gefilt. Das war's. Ja. Mehr ist da nicht zu tun. Gut. Klar, ne? Perfekt ist gar nichts. Aber aus meiner Sicht ist es alternativlos. Weil wir müssen vom Herumraten zum Wissen kommen. Ja. Wir haben natürlich keine Garantie, dass es auch in Zukunft funktioniert. Aber wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und ein gutes System entwickelt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Woraus besteht denn eine Trading-Strategie? Mal aus grundsätzlich 4 Bestandteilen. Instrument, Entry, Position Size, Exit. Und dann gibt es noch was Fünftes, die sogenannte Transaction Weight.
Wenn ich an einem Tag mehr Signale bekomme, als ich Kapital habe, das kann passieren, passiert sogar relativ häufig, kriege jetzt da, keine Ahnung, ich habe ein Portfolio S&P 500, habe ein bestimmtes Regelwerk, dieses Regelwerk wende ich auf den S&P 500 an, auf die 500 Aktien dahinter und ich kriege 73 Signale. Mein Position Sizing erlaubt mir aber maximal 10 Trades. Wie wähle ich aus? Natürlich nicht mit dem Würfel, sondern mit der Transaction Rate, indem die Entry-Signale nach einer bestimmten von mir definierten, aber auch backgetesteten Logik sortiert werden. Übrigens, die Position Priority steht deswegen hier kursiv, weil man es eben nur beim Portfolio Trading braucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Währungen handle oder ein Future oder was auch immer jetzt, DAX Future, keine Ahnung, das ist nicht so mein Metier, dann brauche ich keine Position Priority. Wenn ich aber Portfolio Trading mache, dann schon. Weil sonst habe ich eben immer die Problematik, ich habe zu viele Signale, welche nehme ich denn jetzt? Wir werden das uns alles dann auch noch live mit Backtests anschauen. Ich versuche das nur ein bisschen hier einzuleiten. Warum könnte auch Backtesting nicht funktionieren? Sogenannte Survivorship Bias, kommen wir gleich dazu oder später dazu, der überlebenden Irrtum. Das heißt, wenn ich bei der Portfolio Selection nicht aufpasse und wenn ich überoptimiere. Wenn ich das System so stark an die Vergangenheit anpasse, nicht böse gemeint, sondern weil ich einfach sehr fleißig beim Entwickeln bin, ja, dass es dann im echten Trading nicht mehr funktioniert. Mittlerweile haben wir Tools, mit denen wir Überoptimierung messen können. Das gibt es noch nicht so lang. Kommen wir vielleicht dazu, wenn es sich seitlich ausgeht. Jetzt kommen wir schon langsam mehr in die Praxis hinein. Indikatoren. Als ich mit dem Trading begann, habe ich immer gesagt, ich verwende keine Indikatoren. Indikatoren sind zu kompliziert. Indikatoren funktionieren nicht, weil sie immer nachlaufen dem Kurs. Und ich arbeite nur mit dem Chart. Bis ich durch das Backtesting draufgekommen bin, dass auch der Kurs, wenn wir jetzt an die Candlesticks denken, Open, High, Low, Close, auch diese vier Kurse technisch gesehen Indikatoren sind. Wenn ich sage, Close makes a new high, der Schlusskurs macht ein neues Hoch von N Tagen, dann ist der Indikator Close eben technisch gesehen ein Indikator. Also es ist nicht die Frage, arbeite ich jetzt nur mit den Kursen oder arbeite ich mit Indikatoren? Der Kurs ist ein Indikator technisch gesehen. Ein Trading-System besteht, vor allem beim Entry und beim Exit, beim Position-Sizing muss ich darüber nachdenken, wahrscheinlich nicht, beim Portfolio-Thema auch nicht, aus Indikatoren. Also ich kann natürlich mit einem Indikator auch aussteigen, nicht nur einsteigen. Und Indikatoren müssen nicht komplexe Parameter-Settings haben. Es gibt Indikatoren, die bestehen nur aus ein oder zwei Parametern. Es gibt aber welche, die bestehen aus fünf oder sechs oder mehr. Ja. Aber ich muss ja den Indikator nicht händisch rechnen können. Macht jede Software. Sollte halt nur ungefähr wissen, was der macht. Was ist denn aus eurer Sicht, ich weiß nicht, wer von euch mit Indikatoren arbeitet, die ursächliche Aufgabe eines Indikators, ganz einfach gedacht. Was soll der machen? Ein Ausrufezeichen. Naja, ganz banal ist das eigentlich. Er soll die guten von den schlechten Trades trennen. Ja. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben da einen Sack voll Trades, das sind so bunte Kugeln, da haben wir weiße und schwarze, die weißen sind die guten Trades, die schwarzen sind die schlechten, ich greife rein, aha, schwarz, weg, weiß, der könnte was werden, ja, den nehme ich. Das macht ein Indikator. Das heißt, ich muss meinen Indikator schauen, wo schneide ich ab, wo ist meine Grenze, wo ich sage, die nehme ich nicht. Dazu muss aber der Indikator taugen, der muss funktionieren. Das werden wir dann später sehen, das kann man sehr schön grafisch aufbereiten, wo man so einen Indikator abschneiden kann. Und was da so harmlos jetzt steht, der letzte Punkt, die müssen gut funktionieren, sie müssen zusammenpassen und sie müssen gut eingestellt werden.
Das ist schwierig. Ja, das ist im Prinzip Systementwicklung. Weil es kommt immer wieder vor, ich habe den einen oder anderen guten Indikator, Standalone ist der gut, in Kombination funktioniert die überhaupt nicht miteinander. Die harmonieren einfach nicht. Aus mehreren Gründen vielleicht. Ja, weil sie zu ähnlich sind, weil sie komplett was anderes machen, weil sie einfach nicht zusammenpassen. Und das muss man sich eben anschauen. Und dieser Systementwicklungsprozess ist nicht trivial, aber auch keine Raketenwissenschaft. Schauen wir uns zwei so Dinge an. Wenn wir in ein Trading-System Indikatoren hineingeben wollen, weil wir sie im Endeffekt dann überprüfen möchten, ja, dann haben wir zwei Herausforderungen. Eigentlich müsste man die Punkte umdrehen. Wir müssen zunächst mal Indikatoren auswählen, die wir uns anschauen wollen. So nach dem Motto, welche nehmen wir denn jetzt? Und wenn ich mir Indikatoren ausgesucht habe, dann kann ich die optimieren. Und optimieren in der Sprache des Backtestings heißt einfach, mit welchen Settings sie am besten funktionieren. Und so eine Optimierung, werde ich jetzt rübergehen und mich auch hinsetzen dazu, die werden wir uns jetzt dann live in der Backtesting-Software anschauen. Das habe ich schon vorbereitet, sonst würde es zu lange dauern. Ihr könnt übrigens gerne auch zwischendurch Fragen stellen. Das soll kein Monolog sein, kann auch gerne eine Diskussion sein. Schauen wir mal. So. Jawohl, Gesundheit. So, ich bin jetzt in der bereits angesprochenen Backtesting-Software WealthLab auf meinem Trading. Ich mache das mal groß, damit wir das ganze Bild sehen. Und jetzt lade ich eine gespeicherte Optimierung hinein. Ich hoffe, das funktioniert. Jawohl. So, was habe ich da gemacht? Lassen wir den Back das einmal laufen. Schauen wir uns mal die Regeln an. Erinnert euch an die Folie mit den fünf Bestandteilen eines Trading-Systems. Entry, Exit, Portfolio, Position Size, Transaction Weight, Signalsortierung. Wir finden auf diesem Screen drei davon. Wir finden unsere Einstiegsregeln. Buy at Market. Wir kaufen zur Börsenöffnung. Market on Open. Okay, Backtest ist fertig. Und zwar, wir kaufen dann, wenn der RSI kleiner 40 ist. Für den Anfang ein sehr einfaches Trading-System. Also der RSI-Indikator, relative Stärkeindex, kleiner 40. Und zwar, und da sieht man jetzt die beiden Parameter des RSIs, mit einer sehr kurzen Rückschauperiode von 2 Tagen. Das heißt, der RSI hat 2 Parameter, die sogenannte Look-Back-Period, wie lange schaut er zurück, wie viele Durchschnitte von wie vielen Tagen bildet er, hier nur 2, und den Schwellwert. Und wenn der RSI kleiner 40 ist, dann kaufen wir zur Börsenöffnung am nächsten Tag. Auf die 40, also ich mache auf 15 Minuten. Schau mal eine Hausnummer. Und ich schaue dann eher auf 20 bis 30. Also schauen wir gleich, wenn wir es optimieren, was dann rauskommt. Ich habe jetzt einmal irgendeine Hausnummer genommen. Ja, RSI kleiner 40. So, das ist der Entry. Das ist der Exit, Sell after 5 Bars. Da gebe ich dem Michael total recht, was er vorhin gesagt hat. Ein Trading-System wäre mir suspekt, wenn es eine Haltedauer hat, die zweistellig ist, in Tagen. Oder sagen wir so, in Bars, egal in welcher Zeiteinheit. Weil wir handeln statistische Effekte. Wir handeln Muster. Und diese Effekte, die bauen sich nach wenigen Tagen wieder ab. Die Märkte sind nicht zur Gänze effizient, sie sind aber ziemlich effizient. Und wenn ich so einen Effekt finde, ein Effekt ist letztlich ein guter Entry, wo es statistisch gesehen was zu holen gibt, ja, dann verpufft dieser Effekt nach wenigen Tagen. Und das ist der Grund, warum man eine kurze Behaltedauer wählen sollte. Wenn wir jetzt übertrieben gesprochen 35 Tage drin sind im Trade, ja, der Entry vor 35 Tagen ist komplett irrelevant geworden mittlerweile. Also ich habe immer nur kurze Deckung
meines Entries, egal welcher Entry, egal welcher Markt, das gilt für alle Märkte, für alle Zeiteinheiten, für alles, was man tradet, ja, kurze Behaltedauer, weil der Entry ist sonst tot. Ja. Natürlich steigt das Ding und fällt das noch weiter, auch nach 35 Tagen, aber nicht mehr wegen meinem Entry, sondern weil hat sich der Markt bewegt oder vielleicht gab es schon ein neues Signal. Ne? Also kurze Behaltedauer auf 5 Tagen und jetzt haben wir hier diese Gewichtung, Weight, das ist die angesprochene Transaction Weight. Ich sortiere meine Einstiegssignale wieder nach dem RSI. Ich könnte auch mit einem anderen Indikator hier sortieren. Ja? Das heißt, ich habe mal als Einstiegssignal RSI kleiner 40 und dann wird es aber Tage geben, schauen wir mal darauf, 50 Signale. Ja, genau. 50 Signale habe ich für heute. Jetzt ist es zu spät für heute. Der Markt hat schon geöffnet. Ne? Aber theoretisch hätte ich 50 Signale bekommen. Die kann ich ja nicht alle traden. Mein Position Sizing, das sehen wir hier, sagt 10% auf Equity. Das bedeutet, ich kann maximal 10 Trades gleichzeitig machen. Jetzt haben wir den Klassiker, ich habe 50 Signale. Wie soll ich jetzt auswählen? Ja, würfeln wollen wir nicht. Wir wollen ja mit Fakten arbeiten. Jetzt haben wir eine Transaction Rate, die sortiert mir hier in dieser Spalte nach der niedrigsten Kennzahl, in dem Fall aufsteigend. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute noch 3 Trades machen dürfte, weil von den 10 Trades, die ich machen darf, sind 7 Slots belegt, dann nehme ich halt die ersten 3. Wenn ich 8 machen dürfte, nehme ich die ersten 8. Wenn ich gar keinen machen darf, weil alle Slots belegt sind von den 10, dann mache ich gar keinen. Ein regelbasierter Prozess, komplett regelbasiert. Wir wollen uns hier keinen Interpretationsspielraum lassen. Und die Transaction Rate, die wir hier eben eingezogen haben, das ist im Prinzip der RSI. Das Minus kann man vergessen. Das ist technisch bei Wealthlab, wurde mir gesagt, nicht anders möglich. Das ist im Prinzip der Wert des RSIs, die 19. Ja, also bei der Aktie, Boeing ist das, glaube ich, steht auf 19,5. Gestern Basis Close. Und das ist meine sogenannte Transaction Rate. Wenn ich die nicht hätte, das schauen wir uns dann auch noch an, was dann passiert. Ja. So, Entry, Transaction Rate, Exit, Position Sizing. Puzzleteil 4, Puzzleteil 5, Portfolio, S&P 100 in dem Fall. Das ist ein Standardportfolio. Backtesting-Zeitraum 20 Jahre und das kommt einmal grundsätzlich raus. Performance 8,28%. Nicht besonders prickelnd, aber um das geht es ja jetzt letztlich gar nicht. Es geht eigentlich um die Frage, und die wurde auch hier richtigerweise schon gestellt, naja, warum 40? Warum nicht irgendwas anderes? Und da kommt die Optimierung ins Spiel. Ja? Das ist das Gute an einer Backtesting-Software. Die kann man jetzt natürlich sagen, weil ich könnte jetzt hergehen und manuell alles ausprobieren. Da werde ich aber nicht fertig. Weil es ja sehr viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Und vor allem, wir haben im Moment ja nur einen Entry-Indikator, weil die Transaction Rate ist kein echter Entry-Indikator. Das ist ja quasi ein dahinter gelagerter Sortiermechanismus. Aber wenn ich ein Trading-System hätte, das aus 5 oder 6 oder 7 Indikatoren besteht, unmöglich manuell herauszufinden. Und deswegen kann ich optimieren. Und Optimierung, im Endeffekt das Ergebnis, ist dann das hier. Ja, das ist eine riesige Tabelle. Und im Endeffekt sehen wir hier die Settings, die Periode des RSI 2, der Value des RSI 20. Das ergibt diese APR. Wenn ich es anders einstelle mit 2,21, kommt das raus. Und was jetzt aber interessant ist, wenn ich das jetzt sortiere nach bester Performance absteigend, dann kommt hier eine von bis Range nur bei einem Indikator RSI von 12,5 bis ganz unten, ich glaube gerade noch positiv raus. Und jede Zeile ist eigentlich ein Trading-System, wenn man es genau nimmt. Ne? So, das ist die schlechteste Einstellung. Rückschauperiode 14, ui, ist nicht 14 so ein immer wieder in der Literatur genannter Wert? Standardwerte, ne? Bullshit. Hm? So wie vieles leider. Das war jetzt gar nicht Absicht, das wäre gar nicht gewusst, ja. Aber es ist interessant. Ne? Also, glaubt es nicht alles, was erzählt wird, testet das. Ne? Und man sieht beim RSI hier sehr schön, dass der von bis annehmen kann, obwohl es eigentlich ein durchaus brauchbarer Indikator ist, der RSI. Weil wir haben kein einziges negatives Ergebnis hier. Auch die schlechteste Setting funktioniert. Auch wenn mit 0,36
Profit pro Jahr, das wird keinen interessieren im echten Leben. Ja. Aber wir kommen immerhin bis auf 12,5 Performance. Da wäre schon mancher Vermögensverwalter froh, wenn er das hätte, über 20 Jahre im Durchschnitt, mit einem ganz einer simplen Einstellung. Und was man jetzt hier sieht, muss ich überlegen, das sieht man da, glaube ich, ist genau diese Geschichte. Den RSI habe ich jetzt optimiert. Da sind wir jetzt im Moment bei der Rückschauperiode, Lookback Period, zwischen 2 und in dem Fall 14, damit die Optimierung nicht so lange dauert, in 1er Schritten. Und da sieht man halt sehr schön, diese größte Problematik bei Systementwicklungen, dieses Rauschen der Parameter, dieser Noise, wie es die Amerikaner sagen, dass es halt bei den Indikatoren, Parametern keine glatten Verläufe gibt. Du kannst dich sinngemäß nicht darauf verlassen, dass wenn der Indikator jetzt besser und besser wird, zum Beispiel je größer die Rückschauperiode wird, dass das linear so weitergeht. Das kann sehr holprig werden. Wir haben keine gepflegten Nachbarschaftsbeziehungen der Parameter zueinander. Blödes Wort, aber drückt es eigentlich ganz gut aus. Es ist jetzt nicht gesagt, dass wenn 5 besser ist als 4 und 6 besser als 5, dass 7 besser ist als 6. Das muss nicht sein. Das kann komplett runterkrachen. Das sehen wir auch hier. 2 ist okay, 3 ist super, 4 kracht runter. Ich glaube, man sieht es dann noch besser hier, wenn man nicht nur die Periode sich anschaut, sondern den Schwellwert. Das ist ein bisschen eine breitere Optimierung. Da sehen wir überhaupt nicht wirklich eine Tendenz. Und das ist grundsätzlich einmal nicht so gut. Weil wie stellst du denn jetzt ein? Ja. Immer nur den besten Wert rauszupicken, ist nicht so gut. Man sollte sich auch immer benachbarte Regionen anschauen. Und man darf eines nicht vergessen, bei den Rückschauperioden in Tagen habe ich sogenannte Integer-Parameter, das sind Ganzzahlparameter. 1,5 Tage gibt es nicht, Rückschauperiode. Es gibt aber sehr wohl einen Schwellwert von 22,78, den wir hier nicht getestet haben. Jetzt die Frage, wie tief gehe ich rein? Aber man sieht hier einfach ein bisschen gepflegtes Chaos. Ja, und das macht es ein bisschen schwierig bei den Optimierungen, weil ich muss mich ja letztlich für einen entscheiden. Natürlich könnte ich jetzt hergehen und den performantesten nehmen, laut Tabelle, aber da muss ich mal anschauen, wie schauen die benachbarten Parameterregionen aus. Also das ist jetzt im Prinzip eine Optimierung eines Indikators. Ja. Und so finde ich halt heraus, was funktioniert. Und was funktioniert nicht? Fingerspitzengefühl ist natürlich hier angesagt, um die wirklich nicht nur besten Settings ist die erste Zeile, aber auch wirklich die stabilsten Settings zu finden. Gut, dann kurz wieder mal auf die Slides, um uns jetzt in Erinnerung zu rufen, dass wir uns jetzt mit der Optimierung beschäftigt haben. Aber jetzt kommt eigentlich die noch schwierigere Frage. Ich optimiere das Indikator relativ schnell, ist nur eine Zeitfrage. Ich werfe den in den Optimizer und der arbeitet von alleine. Diese Tabelle, was ihr gesehen habt, das hat er ja, hat die Backtesting Software alleine gemacht. Das dauert ein paar Minuten, dann ist es fertig. Ja. Aber die viel interessantere Frage ist, welche Indikatoren verwende ich überhaupt? Welche taugen etwas? Woher soll ich das denn wissen? Es gibt ja Hunderte. Ja. Und das ist in Wirklichkeit extrem schwierig, denn bis vor wenigen Monaten war es auch mit diesen Backtesting-Tools nicht möglich, hier einen strukturierten Prozess an den Tag zu legen. Es war im Prinzip Try and Error. Na, probieren wir halt einmal den, probieren wir halt einmal den, den kenne ich, den schaue ich mir auch einmal an. Das war im Prinzip so der Auswahlprozess. Also nicht sehr fundiert, sage ich mal. Ne? Und da kommt man halt hin und wieder auf was drauf, aber vielleicht auch auf nichts drauf. Ne? Wenn man keine Logik hat, wie man Indikatoren auswählt. Was es aber jetzt gibt, ist ein sogenanntes Indicator Profiling, wo ich mir einfach das Alpha eines Indikators anschaue. Das heißt, ich kann mir anschauen mit simplen Tools, ob der Indikator etwas taugt oder nicht. Und vor allem auch, wo ich ihn abschneide, wo ich gute von schlechten Trades trenne. Und dann gibt es auch erst seit kurzer Zeit diverse Machine Learning Algorithmen. Das können neuronale Netze sein. Ich habe erst, gestern gab es neuronale Netze, Online-Kurs bei mir. Ja, gibt es in Wealth Lab, das heißt die KI errechnet auf Basis eines neuen neuronalen Netzes Indikatorenkombinationen. Ja.
Es gibt aber auch genetische Optimierer in WildLab mittlerweile, die eine gewisse Intelligenz besitzen und auch sowas wie Indicator Selections, wo man zielgerichtet seine Trading-Systeme mit Indikatoren und Indikatoren-Offsets verbessern kann. Und was jetzt alles so kompliziert vielleicht klingt, ist aber auch alles ohne Programmierung. Man muss halt nur die Tools bedienen können und verstehen, was das Ding halt macht im Endeffekt. Aber nicht so schwer, ja, zum Anwenden. Neuronale Netze zum Beispiel, das ist tatsächlich eine Blackbox, nicht? Jedes neuronale Netz, auch diese ganzen Chat-GPT, wie die wirklich arbeiten, das wissen nicht einmal die entwickelt haben. Weil die arbeiten mit Gewichtungen, mit Korrelationen, die versuchen Zusammenhänge zu finden, richtig, falsch, Fehlerprüfung und so weiter, mit Kreuzkorrelationen. Aber wie das, was dann wirklich da rauskommt, das weiß niemand. Ja? Das ist ja das, was ein bisschen Angst macht, ja, bei diesen Dingen. Und so letztlich auch beim Trading, dass man dann Indikatoren hat, die das neuronale Netz gefunden hat, wo man aber eigentlich gar nicht weiß, was macht der Indikator. Keine Ahnung, wie das Netz auf den gekommen ist. Aber wie auch immer, Indikatorenauswahl. Wie kann ich das jetzt ein bisschen sinnvoller machen, diesen Auswahlprozess? Da gehen wir wieder in die Software rein. Und das ist ein geniales Tool, dieser Indicator Profiler. Denn der zeigt mir im Prinzip sieht man jetzt einmal nur viele Zahlen, aber das ist nicht so schwierig. Der zeigt mir, im Moment ist es nach dieser Spalte hier sortiert. Und das ist eigentlich eine wichtige Spalte. Das Alpha eines Indikators. Das Alpha ist die Performance des Indikators in einem bestimmten Zeitraum von wenigen Tagen, abzüglich der Marktperformance. Also im Prinzip haben wir hier 0,53 minus 0,21, das ist die Marktrendite, die ist immer gleich, in den 5 Tagen, wo ich gesagt habe, ich will 5 Tage wissen, was macht der Indikator nach 5 Tagen, habe ich diese Marktperformance, das sieht man auch den Long Bias der Märkte, dass der Markt einfach von sich aus mal durchschnittlich gesehen in 5 Tagen um 0,21% steigt, aus statistischer Sicht. Also der Markt ist in dem Fall der S&P 100. Den kann ich hier auch verändern, wenn ich das möchte. Ich habe mir 10 Jahre angeschaut und das ist dann das Alpha. Das heißt, der ganz oben steht, der ist gut. Der macht etwas. Den kann ich optimieren. Den kann ich verwenden. Ja. Und jetzt möchte ich mir einen Indikator, den wir heute schon kennengelernt haben, den RSI anschauen mit euch, wenn ich ihn finde. Ja, das ist der RSI. Der macht auch etwas, ein bisschen weniger als manche andere, aber das ist aber nur Standalone, das ist nur der Indikator für sich, ohne Kombination mit anderen Indikatoren. Aber es geht um die Frage, welchen Indikator will ich denn überhaupt als nächstes optimieren oder mir ansehen oder in mein bisheriges System vielleicht dazugeben, um es noch besser zu machen. Und da ist dieser Indicator Profiler sicher mal eine ganz praktische Hilfe. Wenn ich mir den RSI jetzt anschaue, dann sehe ich genau das, was eigentlich gut ist. Ja? Und diese Grafik ist jetzt am Anfang verwirrend, aber eigentlich relativ einfach. Ich stelle das da mal richtig ein. Denn in dieser Grafik sehen wir zunächst mal was? Unten auf der unteren Achse sehen wir den Indikatorwert. Da lerne ich schon einmal, welchen Wertebereich kann dieser Indikator annehmen, von 0 bis 100. Schon mal gute Information. Wenn ich den Indikator nicht kenne, schaue ich mir den da drin einmal an. Aha, 0 bis 100, gut, das weiß ich jetzt einmal. Und dann sehe ich hier verschiedene bunte Linien und diese bunten Linien entsprechen der Behaltedauer von 1 bis 5 Tagen, in dem Fall Bars, weil hier immer vom Bar gesprochen wird, egal welche Zeiteinheit ich nütze. Das sind alles Tages, wir haben hier die Scale Daily da oben. Und jetzt kann ich sehen, erstens mal, dass diese 5 Linien ziemlich schön korrelieren miteinander, bis auf irgendwelche Ausreißer da am Ende. Ja, das ist einmal gut. Das ist einmal schon ein gutes Zeichen eines Indikators. RSI ist immer jetzt hier. Ja. Das nächste ist, dass der Indikator genau an den Rändern etwas tut. Und damit kann ich ihn dort abschneiden. Wenn ich jetzt sage, wir haben vorhin gehabt RSI kleiner 40 und da kam die Frage, warum 40 und etwas anderes. Ja, klar. Einerseits muss man es optimieren, aber hier sehe ich mal vor der Optimierung schon, zahlt sich das überhaupt aus, dass ich mich mit dem Indikator weiter beschäftige. Ja? Und da sieht man das sehr schön, denn den Indikator kann ich nützen. Der macht an den Rändern etwas, damit kann ich sagen, gut, also wenn der RSI unter, hier ist die Nulllinie, hier, ab hier macht er nichts. Das heißt, irgendwo hier
kippt er dann weg. Ne? Also ab hier macht er nichts mehr. Da rennt er ins Negative rein. Und das heißt, ich muss irgendwo den Schwellwert hier ansetzen. Und ob ich den jetzt bei 20, bei 30 oder bei 40 ansetze, das ist dann die Frage der Optimierung. Aber mit diesem Tool, mit dem Indicator Profiler, kann ich feststellen, taugt der Indikator, macht er was oder macht er nichts. Und was ich hier mit einer Grafik erkenne, mit diesen Linien, das ist das gleiche hier im Histogramm drüben. Das müssten die gleichen Werte sein. Ich habe hier Select Run 5 Bars, das 5 Bar ist die violette Linie. Wenn ich jetzt hier beim Wert 10 bin, dann müsste der Average, also das Alpha, jetzt ist der Average Profit eingestellt, der Average Profit bei 0,29. 10, violette Linie, irgendwo hier, könnt hinkommen. Also das muss eigentlich genau dieser Wert hier sein. Ja. Und im Histogramm sehe ich sehr schön, wie diese Balken kleiner und kleiner werden, diese grünen hier. Da macht er noch viel und je größer ich den RSI, also je weiter rauf ich den Schwellwert des RSI setze, fast mit einer negativen Korrelation, desto geringer wird der Profit Year Trade, weil ich den Indikator lockerer und lockerer und lockerer einstelle. Das sieht man hier, Average Profit in Prozent pro Trade. Hier, ne? Und bis der Indikator irgendwann, wo der RSI sehr relativ gutmütig, sage ich jetzt mal, bis der irgendwann einmal nichts mehr macht. Gar nichts mehr hier oben. Und jetzt kommt noch eines dazu. Man muss natürlich auch auf die Observations schauen, also auf die Anzahl von Trades. Mit 23 Trades sind wir wieder beim Thema Massenphänomen. Das ist keine Masse. Das heißt, ich muss irgendwo bei 1000 anfangen zum Schauen. Und ich habe hier die Möglichkeit, dass ich sage, filter mir alles raus. Kleiner 100, kleiner 1000, was auch immer. Wenn ich das anklicke, werdet ihr sehen, dass diese Zeilen hier oben verschwinden. Also eigentlich nur die zwei. Oder ich mache das hier einfach mal größer. Und dass aber auch diese Grafik hier links und rechts ausgegraut wird. Weil alles, was unter 1000 ist, interessiert mich nicht. Ja. Jetzt haben wir das gesehen. Jetzt ist das grau hier. Und das ist, also der RSI ist eben grundsätzlich ein brauchbarer Indikator, mit dem ich arbeiten kann. Ja. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen anderer Zugang zu dem Thema Indikatoren. Aber das ist ein regelbasierter Prozess, wie ich zu einer bestimmten Indikatorenauswahl komme. Und wenn ich euch jetzt noch einen Indikator zeigen darf, also darf, der überhaupt nicht brauchbar ist, damit man mal das Gegenteil sieht, das ist der da unten. Der da, den kenne ich zum Beispiel gar nicht, Klenov Plunger, ja, whatever that might be. Wenn ich den anklicke, er evaluiert ihn noch, sind wir da unten, er arbeitet. Nehmen wir mal das Dimmern weg. Dann sehen wir genauso einen Indikator, der aber absolut unbrauchbar ist. Ja, zumindest für dieses Setup hier, S&P 100. Weil der macht einmal nichts. Und wenn er anfängt, was zu machen, gibt es überhaupt keine Tendenzen. Den kann ich nicht brauchen. Der funktioniert nicht. Ja. Das ist ja das Interessante. Das war jetzt schon natürlich ein fortgeschrittenes Thema. Aber jetzt mal generell, ich nütze als Trader Indikatoren oder nicht, das ist eine Glaubensfrage. Wie gesagt, Indikatoren sind vieles, das man gar nicht vermutet. Ne? Aber unabhängig davon, selbst wenn ich mich dann entscheide, ich nütze halt jetzt gleitende Durchschnitte und MACD und ich weiß nicht was alles, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich jetzt einen Plan habe, der funktioniert. Ich nütze zwar Indikatoren, aber ihr habt ja gesehen, erst einmal RSI zum Beispiel, welche Bandbreite da drin steckt, von bis Performance mit der Optimierung. Und zweitens, dass es sehr viele Indikatoren gibt, die gar nicht funktionieren. Das heißt, man fühlt sich in der Sicherheit, ich habe ja ein Regelwerk, ich nütze ja einen regelbasierten Ansatz, ich trade nicht mit Emotionen, ich nütze meine Indikatoren. Ja, aber wenn es nicht funktionieren, die Indikatoren, was soll ich machen? Ja? Also, vielleicht dann kurzer Pause, weil das war jetzt sicher ein schwieriges Thema. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Na klar. Wenn du, also beim Phänomen der Optimierung, also da haben wir uns ja auch viel mit beschäftigt, und beim Nanotrader auch, da gibt es ja auch so eine Optimierungsgeschichte, da hast du immer das Problem, ja, öfters, dass du überoptimierst.
Das Phänomen heißt dann, du passt praktisch über die Optimierung von Parametern des Indikators das Ganze so an die Vergangenheitsdaten an, dass es dann, wenn du das dann tradest mit anderen Daten, nicht mehr funktioniert. Das ist ja auch so ein Ding, was ich später beim Fröhlich-Faktor festgestellt habe. Wenn der exorbitant hohe Werte hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass dann Überoptimierung stattgefunden hat, weil du wirst nie bessere Werte als 10, 12 praktisch im Verhältnis zu den schlechteren Werten haben. Das ist halt schon sehr hoch. Und wie verhinderst du das jetzt hier, dass dir dieses Phänomen widerfährt bei deinem Ansatz? Also an dieser Stelle mal gar noch nicht. Okay. Das ist eine Frage, die im Systementwicklungsprozess eine sehr wichtige Frage ist. Ist das System jetzt überoptimiert oder nicht? Aber zuerst muss das System einmal bis zu einem gewissen Grad fertig sein. Und dann kann ich prüfen, ob ich das System überoptimiert habe oder nicht. Wo wir jetzt sind, ist mal auszuwählen, welche Indikatoren optimiere ich mal und baue mir daraus ein Trading-System. Und da bin ich irgendwann fertig. Und dann sage ich so, jetzt bin ich fertig, aber bevor ich jetzt live traden will, schaue ich mir noch das Thema Überoptimierung an. Und Moment, ich greife da nur kurz vor, weil ich ja ohnehin nicht weiß, ob wir dazu kommen. Aber mittlerweile kann man in WealthLab, wenn man weiß, wie es geht, feststellen, ob ein System überoptimiert ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so weit vorgreifen soll. Ich mache es halt immer nur, ich versuche es ganz, ganz kurz, wobei das bei mir immer schwierig ist, wenn ich sage, ich mache es kurz. Wir entwickeln, wenn wir umsichtig entwickeln, ja nicht in den letzten, also nicht das System auf die letzten 20, 10, 15, 50 Jahre, sondern wir arbeiten mit einem sogenannten In-Sample-Zeitraum und einem Out-of-Sample-Zeitraum, einem Entwicklungszeitraum und einem Überprüfungszeitraum. Das heißt, wir heben uns von den bekannten Daten welche auf, um zu überprüfen, ob das, was ich entwickelt habe in der Vergangenheit, auch im sogenannten Out-of-Sample-Zeitraum funktioniert. Also ganz, du optimierst nur auf dem ausgewählten Zeitraum, genau. Und dann wendest du das an, was du optimiert hast, auf das übrig gelassen. Ja, in der einfachsten Form. In der fortgeschrittenen Form gibt es dann bis zu 4 Out-of-Sample-Zeiträume. Ja. Aber irgendwann gehe ich dann her und sage einfach hier, die Performance hier in blau, und zwar, ich schaue mir dann an, wie schaut meine Performance in Sample, die ja, wenn der Optimierer läuft, und der, das ist ein intelligenter Optimierer, der hat da KI eingebaut, der findet immer die besten Dinge. Mit dem Fall ist es eh nicht so besonders die Performance, aber sagen wir mal, der läuft halt irgendwann einmal, fängt da an zu suchen und findet hier die besten Settings und landet dann oben bei einer Performance von über 16%. Ja. Aber das ist quasi In-Sample, APR In-Sample. Das könnte zum Beispiel sein, ich sage von 2000 bis 2019 ist In-Sample, da teste ich, da entwickle ich und wenn ich fertig bin, schaue ich, was kommt 2020 bis gestern raus. Das ist In-Sample, Out-of-Sample. Und jetzt schaue ich, okay, kann die Out-of-Sample-Performance hier mithalten? Ja? Das dauert ungefähr 3 Coaching-Sessions, bis das meine Leute verstehen. Aber grundsätzlich geht es darum, wie lange kann die rote Kurve mit der blauen Kurve mitlaufen und ab wo nicht mehr. Und ab wo sie nicht mehr mitläuft, ist das Ding überoptimiert. Ja? Und da kann ich es feststellen. Das heißt, ich muss dann hergehen und die Parameter, die habe ich dann oben, hier die Periode RSI, das ist dann das Blaue da oben, die muss ich halt dann dementsprechend einstellen, durch alle Parameter durchgehen, so lange diese Parameter mir anschauen, bis diese rote Kurve möglichst lange der blauen Kurve folgt. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, das System ist eigentlich... Und die rote Kurve soll dazu noch ansteigen. Das tut sie auch nicht. Also das System kannst eigentlich in die Tonne hauen. Ja. Das funktioniert zwar im Backtest super, aber das läuft überhaupt nicht mit. Ne? Irgendwann da vielleicht noch, wenn man großzügig ist, aber ich sehe keine steigende Tendenz. Die blaue Kurve, da steigt, ist keine Kunst. Der Optimizer findet das, was gut ist. Aber Out-of-Sample kann das Ding absolut nicht die Erwartungen erfüllen. Also da sieht man sehr, sehr schön, dass man hier einfach aufpassen muss. Auch ein Backtest ist halt keine Garantie, wenn ich das Ding überoptimiert habe. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Ein Trading-System, Gefahren, Survivorship-Bias kommen noch dazu, ist einfacher zu verstehen. Und Überoptimierung ist ein komplexes Thema. Gibt es eine eigene Ausbildung dafür bei mir für dieses Thema. Gut, lassen wir es einmal für gut sein. Machen wir einen Cut.
Oder wollt ihr weitermachen? Wie wollt ihr, habt ihr sie geplant? Wir können auch gerne gerade machen. Das ist ein Problem. Also seid ihr noch aufnahmefähig? Ich meine, zu Hause kann ich nicht schwer fragen, aber wollt ihr eine Pause, 5 Minuten? Wollt ihr eine Pause oder machen wir weiter? Machen wir kurze Pause. Gut, machen wir kurze Pause. Ja. Wie lange? Von mir aus 5 Minuten, was zum Trinken holen. Nein, ja. Ich will sie doch nicht so ausdenken. Alles klar, also 5 Minuten Pause. Gut. So, Bildschirmübertragung muss ich wieder starten. Genau. Sieht man, glaubst du, den Bildschirm von mir? Ja. Gut. Und mein Mikro ist wieder an. Mikro ist an. Gut. Auf jeden Fall. Ich sehe jetzt nicht deine Weltlab, komischerweise, sondern immer noch die Frühe. Ich habe nämlich vorhin, einen Moment. Hast du auf Pause gedrückt? Jetzt? Jetzt sehen wir es, ja. Jetzt ist es. So, nachdem es jetzt vor der Pause ziemlich nerdig war, hoffe ich, dass es jetzt vielleicht ein bisschen relaxter wird. Ich habe mir vorhin ein paar Notizen gemacht bei meinem Vorredner und unter anderem dieses Thema ist hier aufgekommen, das möchte ich vielleicht am Anfang jetzt zur Einleitung wieder bringen. Eine Strategie, dass die zu einem Trader passen muss, dass man sich dabei wohlfühlen muss. Alles in Ordnung. Stimmt alles. Ich finde, das Wichtigste ist, eine Strategie muss funktionieren. Wenn sie nicht funktioniert, wenn ich es im Backtest nicht schaffe, dass ich sie so einstelle, dass sie für mich gut genug ist, dann trade ich sie nicht. Und es gibt auch vereinzelt Trainer im Trading-Bereich, die sehr viel im Mentalbereich machen. Mental-Coachings für Trader und so weiter. Das ist halt im Endeffekt der falsche Zugang zum Thema Trading lernen. Ja. Zunächst mal brauche ich das Fachwissen. Ich muss mich auskennen. Ich muss Trading-Systeme entwickeln können. Ich brauche Systeme, die funktionieren. Und wenn ich das alles habe, dann kann ich mich mit dem Thema mentale Stärke beschäftigen. Das ist so, wie wenn ich jetzt ein Fußballprofi werden möchte und lese nur Bücher über Mentaltraining. Dann werde ich nichts reißen, dann werde ich keinen Erfolg haben. Das heißt, ich muss einmal kicken lernen, mich anstrengen und das letzte Quäntchen dann vielleicht mag Psychologie sein. Aber nicht das richtige Denken entscheidet an der Börse, sondern das richtige Handeln. Und wenn ich richtig handle, dann lerne ich auch richtig zu denken. Dann kenne ich mein System, dann weiß ich, was es tut, dann kenne ich seine Stärken und dann kenne ich seine Schwächen. Weil, Entschuldigung, wenn ich nur kurz in der Bresche, aber es ist doch so, mein Handeln geht ja wirklich sehr stark von mental geprägt letztendlich. So nicht. Aber, so nicht, aber letztendlich, wenn ich jetzt den Switch mache von einem Trainingskonto aufs Echtgeldkonto zum Beispiel, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bestimmt. Da kann natürlich, sagen wir mal, kann mein Setup, da kann auch mein Trainingsplan, das kann alles passen. Ja? Aber ich sage mal, mental ist mir doch ganz anders dabei, letztendlich, wenn ich mit dem Echtgeldkonto dann wirklich aktiv in den Handel einsteige. Kann ich alles unterschreiben, aber wenn man kein Blut sehen kann, sollte man nicht Chirurg werden. Ja? Das ist halt, das sage ich ja, das Learning kommt beim Doing. Ja? Und wenn ich jetzt einmal backgetestete Systeme habe, dann verändert sich ja vieles. Dann habe ich eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Vertrauen. Ich sehe das System, ich sehe den Track-Record. Natürlich weiß ich nicht, was morgen passiert. Ne? Aber ich habe alles gemacht, was ich tun kann. Ich habe mein System nach bestem Wissen und Gewissen entwickelt. Und dann weiß ich ja ungefähr, wo ich stehe. Wenn ich das alles nicht hätte, wenn ich jetzt diskretionär trade mit irgendeinem Regelwerk, von dem ich ja nicht einmal im Ansatz weiß, ob das funktioniert,
dann verstehe ich auch, warum sich viele Trader mental so schwer tun. Wenn nach dem vierten, fünften Verlusttrade hintereinander, der am Stück ja durchaus vorkommen kann, auch bei backgetesteten Systemen, dann wird man natürlich unsicher, weil man ja überhaupt von Haus aus ja nie gewusst hat, ob das funktioniert, was ich da tue. Wenn ich aber einen Backtest habe, der mir zeigt, das ist ein sinnvolles Regelwerk, dann hilft das ja auch mental enorm. Und ich kenne jetzt keinen meiner Studenten, der nach einer Woche wieder aufhört damit. Ja, dann geht es erst so richtig los. Dann leckt man quasi Blut im positiven Sinne und möchte ja Systeme entwickeln. Aber klar, mental ist schon wichtig. Aber noch einmal, das mentale Thema kommt erst, nachdem ich handeln gelernt habe. Also ich wollte euch damit nur ans Herz legen, lernt vernünftig traden. Und klar, mit dem mentalen Thema kann man sich auch beschäftigen, aber mit Büchern beim Mentaltraining wird man traden nicht lernen. Das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich rüberbringen wollte. Ja. Gut, Qualität und Quantität. Vielleicht ein bisschen ein einfacheres Thema, weil es vorher schon ziemlich technisch war. Aber ich wollte euch nur zeigen, welche Tools es mittlerweile auch für private Trader gibt in WealthLab. Ja. Die jetzt nicht besonders kompliziert sind, die muss man sich halt anschauen, mit denen muss man arbeiten, aber man muss ja zum Beispiel nicht einmal etwas programmieren, man muss halt nur diese Tools richtig anwenden und verstehen. Aber reden wir über was relativ Einfaches und holen wir uns wieder die RSI-Strategie. Ich bin jetzt lokal am Rechner, weil mein Server sich vorhin verabschiedet hat. Warum eigentlich geht das immer wieder? Na egal. Was ich jetzt mache ist, wir fangen von der Pike an. Wir entwickeln eine neue Building-Block-Strategie. Ich möchte euch jetzt zeigen, welchen Einfluss vor allem beim Entry Qualität und Quantität auf Renditen eines Trading-Systems haben. Ja, ich fange einfach mit so einer Baukastenstrategie an, muss man nichts programmieren, das haben wir eh schon gesehen. Buy at Market, Sell at Market. Das Sell at Market tausche ich aus gegen Sell after N Bars. Das heißt, nach 5 Tagen Default-Wert gehe ich raus. Und jetzt brauchen wir eine Einstiegsregel. Jetzt machen wir wieder dieses RSI-Spiel. Indicator compare to a value. Da übrigens dann alle 100 Indikatoren. Ja. Deswegen sage ich, man braucht einen strukturierten Prozess, weil welchen nehme ich denn als nächstes? Den habt ihr in Ansätzen vorhin gerade gesehen, Indicator Profiling. Wie gesagt, es gibt noch andere Tools, aber bleiben wir beim RSI, der ist interessanterweise der Default-Wert. Wenn man Indikator da reinzieht, kommt der RSI. Und sagen wir mal, RSI lässt den 20. Und zwar mit einer Rückschauperiode von 5 Tagen. Ich improvisiere jetzt ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, was da jetzt rauskommt. Aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was rauskommt, aber sicher bin ich mir nicht. Ich stelle jetzt hier ein Datenset ein. Lassen wir den S&P 100, den haben wir vorhin gehabt. Position Sizing 10% of Equity, alles gut. Und wir sagen jetzt einfach Most Recent N Years. Nochmal, 23 Jahre, da kommen wir bis ins Jahr 2000 zurück. So, das ist unser Regelwerk. Wir kaufen, wenn der RSI kleiner 20 ist. Verkaufen nach 5 Tagen, das Ganze wendet man auf den S&P 100 an und wir machen 10% auf Equity, das heißt, wir können theoretisch 10 Trades gleichzeitig machen und das schauen wir uns 23 Jahre lang an. Kann das auch so einstellen, dass man sagt, wenn man verkauft, wenn der RSI auf 80 oder 85 ist? Klar. Ich wollte es aber nur simpel halten, ja. Aber kann man natürlich. Ich kann hier diese ganzen Indikatoren und Blöcke auch zum Exit ziehen. Ja. So, das dauert jetzt ein bisschen. Leider ist mein Server gerade vorhin abgestürzt, der ein bisschen schneller ist. Dieser Rechner hier, sollte ich mir mal einen neuen gönnen, der ist schon ein bisschen langsam. Aber er arbeitet schon. Ja. Backtest läuft, das sieht man unten. Er lädt zuerst die Daten rein, die Kurse, und dann macht er die Kalkulation. Und dann sehen wir gleich einen Performance-Report. Und da werden wir uns jetzt mal vor allem auf 1 oder 2 Kennzahlen konzentrieren, weil da gibt es natürlich Hunderte, die man sich anschauen kann. Ja. Um das in Erinnerung zu rufen, wir haben jetzt gehabt RSI kleiner 40. Ja. Haben wir 20 genommen? Okay, RSI kleiner 20. Danke fürs Aufpassen. Ja, Backtesting ist größtenteils warten, entweder auf den Optimierer oder aufs Backtesten. Das ist aber wirklich auch im echten Leben so, ja.
Also nicht umsonst läuft das Ding einmal über Nacht auch. Ne? Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, sowas auf einen Server zu legen. Gut. RSI kleiner 20. Danke fürs Aufpassen. Ja. So. Hat mir nicht geglaubt. Wir, ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Genau, nichts glauben, alles überprüfen. Na, Performance 7,18%. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger wieder dauern wird, ich mag es aber trotzdem, um das einmal zu zeigen. Wir haben jetzt keine Transaction Weight. Wenn ich jetzt noch einmal backteste, achtet einmal nur auf die Performance, 7,18%. Ich weiß, es dauert, aber ich will den Effekt natürlich zeigen, weil man soll nichts glauben, man soll das alles sehen. Ne? Das wird sich jetzt alles gleich verändern. Da wird jetzt gleich nicht mehr 7,18 stehen, sondern etwas anderes, weil wir keine Transaction Weight haben. Also keine Gewichtung der Signale nach einer bestimmten Logik. Warum wird sich das ändern? Naja, weil es eben, wir haben vorhin gehabt ein Beispiel, da gab es 50 Signale. Wenn es 50 Signale gibt und mein Position Sizing lässt aber nur 10 Trades gleichzeitig zu, muss ja der Backtest trotzdem irgendeine Entscheidung treffen, welche Trades er jetzt nimmt, welche Signale er nimmt. Und wenn wir jetzt eine Historie haben von 23 Jahren, dann wird er oft Entscheidungen treffen müssen, welche Trades er nimmt, weil es einfach zu viele Signale gibt. Und nicht mehr 7, irgendwas, es steht da 10,88. Ne? Das heißt, er muss irgendwie auswählen, hat aber keine Regel dafür und wählt zufällig aus. Damit bedeutet das, wenn ich keine Transaction Weight einziehe, habe ich automatisch bei jedem Testlauf schwankende Testergebnisse. Was es Vor- und Nachteile hat, hat tatsächlich auch Vorteile. Aber lassen wir es einmal einfach als Fakt dargestellt. Es ist halt so. Und deswegen habe ich bei den Backtests, auch wenn ich nur so kleine Dinge zeigen will, immer eine Transaction Weight dabei. Weil dann ändern sich die Testergebnisse nicht mehr. Transaction Weight ziehe ich da rein. Da kann ich natürlich jetzt auch was anderes nehmen als wie RSI. Nehmen wir halt die Stochastik D mit einer erfahrungsgemäß etwas kürzeren Rückschauperiode. Und wenn ich jetzt backteste, einmal machen wir es noch, ab dann ändert sich hier nichts mehr. Jetzt ändert sich es noch einmal, weil ich habe einen neuen Parameter dazugegeben, also jetzt werden die 10,88 wieder verschwinden, da wird jetzt was anders stehen, aber jetzt bleiben die Testergebnisse konstant. Das hat Vor- und Nachteile im Systementwicklungsprozess, aber jetzt nehmen wir es einfach mal so hin. Das wollte ich jetzt eigentlich nur herleiten, hat es auch nichts mit Qualität und Quantität zu tun, was ich euch eigentlich zeigen wollte, aber nur damit ihr wisst, warum da ständig mehr als wie ein Indikator drinnen liegt, nämlich diese Transaction Rate, warum die da ist. Ja? Wenn wir sie brauchen, weil sonst können wir die Testergebnisse nicht überprüfen. Wenn sich die ständig ändern, dann wissen wir nicht, warum ändern sie sich. Weil das Setting jetzt besser oder schlechter funktioniert oder weil einfach wieder aufgrund der zufälligen Trade-Auswahl hier andere Testergebnisse rauskommen. So, und wenn man jetzt dann endlich oder wenn der Computer dann möchte, können wir zu dem Thema Qualität und Quantität gehen. So, jetzt sind wir fertig, jetzt ist es schlechter geworden, aber das ist uns jetzt mal grundsätzlich egal. Ja. RSI kleiner 20. Wir haben eine APR von 6,56%. Jetzt mache ich Folgendes. Ich klone die Strategie, das heißt, ich habe sie dupliziert. Ich habe hier auf Klon geklickt, ich lege beide Fenster nebeneinander ab. Das haben wir gerade gemacht. Und jetzt gehe ich her und stelle den RSI nicht so streng ein. RSI kleiner 50. Alles andere lassen wir gleich. Da haben wir kleiner 20, da haben wir kleiner 50. Es kommt natürlich was anderes raus. Das ist jetzt grundsätzlich mal keine Überraschung, dass jetzt was anderes rauskommen wird. Ne? Aber jetzt müssen wir uns im Detail anschauen, was ändert sich jetzt? Und das sind Basics bei Systementwicklungen, dass man das versteht. Warum ändern sich da jetzt gewisse Dinge? Wie spielt das denn alles jetzt zusammen? Und da gibt es jetzt eigentlich nur drei, vier Sachen, die man sich da anschauen muss. Kommen wir gleich dazu. Spielen die Gebühren eigentlich auch eine Rolle jetzt bei den Backtests?
Ich glaube, ich habe hier Commissions 0 im Moment drinnen. Ja, da sieht man Commissions paid 0. Ist ja durchaus realistisch, weil unser Free Stocks ist ja kommissionsfrei. Also so. Ja. Commissions sind schon wichtig, ja. Ja, ja, deswegen habe ich ja gebracht. Also das ist schon ein Parameter, der das auch beeinflussen kann. Wir haben das Kapital ja für 250 verschiedene Aktien. Das könnte ein anderes Problem sein. Ja. So. Aber es gibt keine Mindesteinlage bei Free Stocks. Muss mit 10 Euro kommen wir nicht weit. Nee, da kommt man nicht weit. Deswegen machen wir den Versuch auch gar nicht erst. Ich dachte, ich könnte das mal überbrücken, so ein bisschen, bis er jetzt rechnet. Ja, das ist leider natürlich Murphy's Law natürlich, ne? Dass gerade im Vortrag der Server abschmiert. Ich müsste den Server neu starten. Vielleicht hätte ich das auch im Hintergrund bereits tun sollen. Aber naja, wie auch immer. So, jetzt haben wir eine deutlich bessere Performance von 16,43. Trotz 50%, das überrascht mich jetzt, weil wir in RD auf 50% sitzen. Ja, das sind 50, achso, ja, ja, ja. Ja, eigentlich 50%. Die Frage ist, was kommt von der Transaction Rate und was kommt von... Die kann natürlich auch sehr viel dazu beitragen zur Performance. Aber grundsätzlich, die Performance ist ja eigentlich nur ein Nebenprodukt beim Backtesting. In Wirklichkeit geht es um diese Kennzahl, Average Profit pro Trade. Und das ist die Qualität meines Trading-Systems. Wie gut ist mein Entry? Das sehe ich eigentlich hier. 0,38 ist nicht besonders hoch. Jetzt würde man sagen, alles 0,5 Größe ist ganz gut schon. Ja. Aber ist ja mal nur irgendwas, damit wir mal was anschauen können. Ja. Ist ja jetzt keine besonders ausgereifte Trading-Strategie, was wir da haben. Aber interessant ist, was mich jetzt selber überrascht, weil ich hätte es ein bisschen anders erwartet, aber man kann sich auch beim Backtesten nie ganz sicher sein, aber in dem Fall ist es halt so, dass der Average Profit im Vergleich hier drüben schlechter ist. Aber was man schon sehen kann, also das heißt, qualitativ ist diese Strategie hier drüben besser. Ja. Quantitativ ist die besser, denn das ist die sogenannte Exposure. Der Investitionsgrad, der liegt hier bei knapp über 100%. Wir haben hier, glaube ich, aus Sicherheitsgründen einen Mini-Hebel 1,1 eingestellt. Nicht, weil man grundsätzlich hebeln will, sollte man aus meiner Sicht beim Aktientrading nicht unbedingt. Also ich arbeite immer ohne Hebel bei Aktien. Da geht es einfach nur ums Position Sizing. Das wäre jetzt zu kompliziert zu erklären. Aber Fakt ist, ein kleiner Hebel ist da drinnen. Deswegen haben wir eine Exposure größer 100, weil sonst wäre es ja maximal 100 möglich. Aber das interessiert mich jetzt, warum. Das passiert in der Praxis dann wirklich oft. Man sitzt dann auf einem Backtest und schaut sich die Ergebnisse an. Aber wenn man eine gewisse Erfahrung beim System entwickeln hat, dann hinterfragt man manches Mal gewisse Dinge. Ich frage mich nämlich gerade und weiß nämlich jetzt wirklich keine Antwort darauf, ad hoc, warum wir mit einer Exposure, warum wir hier bei diesem Trading-System, wenn wir sagen RSI kleiner 20? Ah, na, doch nicht. Das ist alles gleich. Muss alles gleich sein. Ich habe sie nur geklont. Ich frage mich nämlich gerade, warum haben wir hier eine höhere Exposure? Ja klar, das ist schon logisch, weil wir den RSI nicht so streng einstellen. Unter 50 ist der RSI bald, unter 20 ist er nicht so bald.
Deswegen kriegen wir hier eine kleinere Exposure raus, das ist logisch. Aber normalerweise, wenn ich einen Filter oder einen Indikator strenger einstelle, normalerweise, nicht immer, deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit pauschalen Aussagen beim Trading, was ist richtig, was ist falsch. Normalerweise würde auch der Average Profit damit steigen. Wenn ich einen Indikator strenger einstelle, ist im Regelfall so, meine Exposure wird zurückgehen, ich werde weniger Trades machen, weil ich ihn ja strenger einstelle. Aber weil ich ihn strenger einstelle, werden die Trades besser. Die Qualität des Entries steigt. Das sehen wir hier nicht. Die Quantität geht zurück, die Exposure wird weniger, aber auch die Qualität geht zurück. Wir haben nur noch einen Average Profit von 0,28 und drüben haben wir 0,38. Das ist selten, dass das passiert, aber man sieht, das kann passieren. Ja. Im Endeffekt ist es aber so, dass die APR, also Analyzed Percentage Return, Zeile 1, wahrscheinlich die wichtigste Kennzahl von allen, dass die ja nur ein Nebenprodukt ist aus Qualität und Quantität. Normal korrelieren die beiden negativ miteinander, in dem Fall positiv, was scheinbar auch passieren kann. Was mich jetzt selber überrascht, habe ich noch nicht oft gesehen, muss ich gestehen. Ja? Aber man lernt ja auch nie aus beim Backtesten. Ja. Also beides ist entscheidend im Trading, nicht nur die Qualität, auch die Quantität. Weil wenn ich letztlich meinen Indikator so streng einstelle, dass nichts mehr überbleibt an Trades, dann habe ich zwar wahrscheinlich eine riesen Trefferquote, ja, aber das bringt mir nichts, weil dann bleiben 27 Trades über in den letzten 20 Jahren. Wir haben hier einen Position Count von 7.219 Trades in den letzten, ich glaube, ich habe 23 Jahre eingestellt, und da haben wir 12.000 Trades in 23 Jahren. Hier traden wir häufiger, weil wir den Indikator nicht so streng einstellen. Hier traden wir nicht so häufig. Ja. Und deswegen spielt eben bei einem Trading-System die Qualität und die Quantität eine sehr, sehr große Rolle. Und es geht nicht nur um die Qualität beim Trading, weil es nützt mir nichts, wenn ich auf Qualität gehe. Ich brauche die Quantität. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt die, wahrscheinlich sieht man hier irgendwo die Trefferquote, weil die heute irgendwie manchmal Thema scheinbar war. Na, die sieht man da nicht. Die sieht man bei der Basics Core Card. Die schaue ich mir normal gar nicht an, weil da steht so viele Sachen drauf, die man gar nicht braucht. Aber da sieht man irgendwo dann die Trefferquote. Ja. 52% aller Trades sind hier profitabel und hier sind es 53. Weil es vorhin so ein bisschen ein Thema war, knapp über 50 ist schon voll okay. Ich meine, auf die Trefferquote, man optimiert ja letztlich, also man lässt ja optimieren, wenn man ein System entwickelt mit Backtests. Ja? Man macht es ja nicht von Hand. Und ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass ich den Optimizer nach Trefferquote suchen lasse. Ich kann ja dem Optimizer sagen, suche nach der höchsten Performance, suche nach dem kleinsten Drawdown, das ist alles okay vielleicht. Ja. Aber nach einer Trefferquote hin zu optimieren, dass ich sage, der Optimizer soll die höchste Trefferquote finden, das bringt ja überhaupt nichts. Und dann findet er genau solche Fälle, die wir eigentlich bei dem Profiling, könnt ihr euch erinnern, abgeschnitten haben. Alles, was kleiner 100 ist, die Anzahl der Trades interessiert mich nicht bei einer Indikatorenanalyse. Dann findet er genau die Dinge. Also das bringt überhaupt nichts. Ja. Also Qualität und Quantität sind beides für ein Trading-System extrem wichtig. Ich glaube, das sollte man unbedingt auf der Rechnung haben und nicht in Richtung Qualität schauen, sondern auch Quantität. Gut, ein bisschen ein einfacheres Thema. Da passt eigentlich ganz gut, dass ich beide Strategien schon hier nebeneinander offen habe. Ich werde jetzt hier in beiden Fällen den RSI kleiner 50 machen. Und hier haben wir ja schon den Backtest mit RSI kleiner 50. Das sind die Ergebnisse. Und jetzt machen wir was, was das Thema Portfolio Selection betrifft. Wir haben jetzt den S&P 100 verwendet. Und jetzt unterhalten wir uns mal um das Thema Datenqualität und Survivorship Bias. Survivorship Bias, der übersetzt Überlebenden-Irrtum, ein Begriff, der tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammt.
wo die britische Navy versucht hat, festzustellen, wie sie ihre Flugzeuge besser panzern können, wie sie die vor Abschüssen der Nazis besser schützen können. Das Problem war aber, und da sind sie aber später drauf gekommen, sie konnten nur die Maschinen untersuchen, die zurückgekommen sind. Nicht die, die abgeschossen worden sind, die konnte man nicht mehr untersuchen. Ja? Also typischer Rückschaufehler, den man hier begangen hat, bis man drauf gekommen ist, ups, das geht so nicht. Und beim Trading ist es, hat es mit Flugzeugen natürlich nichts zu tun, aber es geht darum, dass ich im Portfolio selber Aktien berücksichtige, die entweder in den Index im Rahmen des Beobachtungszeitraums, wir haben hier 23 Jahre, die in den Index irgendwann neu aufgenommen wurden, beziehungsweise auch irgendwann rausgefallen sind. Ich glaube, vor kurzem, vor ein paar Tagen, gab es auch den S&P 500 wieder eine Umschichtung. Ich glaube, so Dinge wie Airbnb sind reingekommen in den S&P und irgendwas anderes ist rausgeflogen. Ich glaube, 3, 4 waren es, die rein und raus sind. Und dieses rein und raus, das sollte das Portfolio wissen. Weil wenn ich nur mit dem Jetztstand S&P 100 arbeite, dann rechne ich mich ein bisschen reich. Weil jetzt habe ich ja die besten Aktien im Portfolio. Und wenn ich jetzt hier long-only bin, übrigens, ich war überall long-only, gell? Das ist dieser Long-Effekt. Shortseitig wird man schwer was finden, was funktioniert. Das ist extrem schwierig, shortseitig. Ja. Kann man mit Backtest wunderbar überprüfen, da kommt nichts raus, außer in ganz wenigen Jahren. Aber long-only muss man halt aufpassen, dass man jetzt nicht quasi ein nicht bereinigtes Portfolio nimmt. Das kann man hier sehr schön nebeneinander anschauen. Hier haben wir den S&P 100. Und dieser S&P 100, wenn ihr da, ich weiß nicht, ob ihr das alles sehen, aber hier unten steht 196 Symbole. Warum 196, wenn es ein S&P 100 ist? Naja, weil eben von den, in den 23 Jahren, wo wir backtesten, 96 da getauscht wurden. Deswegen sind in dem Portfolio zwar insgesamt, wenn man sich's anschaut, 196 Aktien drinnen, aber manche halt nur bis 2008, bis 2012, bis 2017, dann nimmer. Oder manche dafür erst ab 2019, ab 2021, was auch immer. Also das weiß dieses intelligente Portfolio. Und damit habe ich auf der rechten Seite einen realistischeren Backtest. Wenn ich jetzt hier den S&P auf den Current umstelle, auf die aktuellen und den Backtest laufen lasse. Das ist jetzt der S&P 100, so wie er jetzt ausschaut. Vielleicht nicht wie er jetzt ausschaut, sondern wie er vielleicht vor einem halben Jahr ausgeschaut hat, als ich dieses Portfolio angelegt habe. Aber zumindest ein aktueller Stand. Da wird nichts bereinigt und umgerechnet und so weiter. Ja. Dann werden wir gleich sehen, dass das schon, kommt jetzt auch wieder auf die Strategie an, ja, aber doch einen mehr oder weniger deutlichen Effekt auf die Performance haben kann und auch haben wird. Schauen wir mal, ob das so ist. Müssen wir uns jetzt auch kurz gedulden. Damit habe ich aber auch eine gewisse Herausforderung beim Backtesting von Aktienportfolios. Denn diesen Survivorship-Effekt, den kann ich natürlich nur bei Standardportfolios rausrechnen lassen. Weil ich ja weiß, was war im S&P 500 drinnen, was war nicht im S&P 500 drinnen in den letzten so und so vielen Jahren. Sobald ich aber anfange, mir individuelle Portfolios zusammenzustellen, was ja auch Sinn machen kann, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt nicht den S&P 500 als Gesamtes traden, ich will jetzt den S&P 500 traden und davon vielleicht alle Aktien, die weniger volatil sind als der Gesamtmarkt. Also ein Low-Voler-Stock-Portfolio. Dann kommen vielleicht Hausnummer 270 Aktien raus. Ja. Und wenn ich aber das manuell mache, diese Portfolio-Selection, dann ist der Survivorship-Effekt, der schlägt rein. Das muss ich wissen, ja, dass ich dann ein bisschen einen Backtest habe, der zu schön ist. Naja, ganz schön, ne? Links, die Überlebenden wurden nicht aussortiert. Schön gerechnet. 24% Performance pro Jahr. Das haben wir schon in der Oberliga, nur das stimmt halt nicht ganz, weil dieser Effekt fehlt. Ja. Hier haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Das Portfolio wurde bereinigt.
um die raus und reinkommen. Und man sieht, das sind Welten, das sind 8% Punkte pro Jahr mehr. Das ist enorm viel. Ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass der Effekt so groß ist. Ja. Aber hier ist einmal was passiert, was ich auch wirklich zeigen wollte im Vergleich zu vorher. Ja. Also Survivorship Bias, bitte aufpassen. Was kann man da tun beim Entwickeln, um das zu berücksichtigen? Eigentlich gar nichts. Du brauchst einen Datenprovider, der das macht für dich. Wir haben in WealthLab, wenn wir diese Software nutzen, kostenlose Daten im Universum S&P 500 dabei, die sogenannten Wealth Data. Und diese Wealth Data sind bereinigt. Das heißt, WealthLab liefert bereinigte Portfolios aus, damit man realistische Backtests bekommt. Aber auf das muss man aufpassen, weil es oft der Kritikpunkt ist, ja, Survivorship Bias kann man ja alles feststellen. Man könnte auch feststellen, das mache ich heute aber nicht, weil es einfach zu lange mit diesem langsamen Rechner dauert, was das Thema Quartalsberichte betrifft. Das war vorhin auch ein Thema. Irgendeine Frage war das im vorigen Vortrag. Quartalsberichte, Trading, ja oder nein? Also die Erfahrung, man muss immer vorsichtig sein. Beim Backtesten, wenn man wahrscheinlich schon zigtausende, wenn nicht sogar in die Millionen vielleicht Trading-Systeme gesehen hat. Wenn man, ihr habt gesehen, wie viele Optimierungsläufe beim RSI, wenn man das über Jahre macht, so wie ich, hat man wahrscheinlich wirklich schon Millionen Trading-Systeme angesehen. Wenn man so viele Varianten und Optionen und Möglichkeiten schon gesehen hat, dann passieren immer wieder Dinge, die man dann doch im Einzelfall nicht erwartet. Aber es gibt schon gewisse Tendenzen. Und eine Tendenz bei den Quartalsberichten ist es, dass man eigentlich, wenn man das so ähnlich macht wie hier, Aktien, Blue Chips, US, Long Only, Tagesschlusskurs passiert, haltet da wenige Tage, muss man dazu sagen alles, ja. Dann ist es tatsächlich tendenziell so, dass die Performance, wenn man über Quartalsberichte ganz normal drüber handelt, die quasi ignoriert diese Events, ja. Man bleibt doch positioniert, wenn ein Quartalsbericht rauskommt. Wir wissen ja oft, dass da riesen Gaps gibt, ja. Dass die Performance tendenziell ein bisschen besser wird, besser. Warum Long Bias? Weil meistens die Berichte auch noch dazu die Erwartungen der Analysten schlagen und damit meistens ein Upgap entsteht, also ein Gap nach oben, meistens, nicht immer. Ja. Aber auch die Drawdowns werden größer. Wir haben uns jetzt bisher überhaupt noch nicht über Drawdown-Kennzahlen zum Beispiel unterhalten. Wir haben uns immer nur mit der Performance beschäftigt. Ja. Aber genauso wichtig ist eben auch der Drawdown. Und der Drawdown wird zum Beispiel größer, wenn man über Quartalsberichte handelt. Wenig überraschend eigentlich, weil die Volatilität höher wird. Ja. Aber reden wir mal kurz über das Thema Drawdown. Das ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert. Bei den normalen Auswertungen von WealthLab haben wir halt diesen Max Drawdown hier. Maximaler Wertverlust. Bleiben wir hier auf der Seite, weil das ist realistisch. Max Drawdown 46%. Das sieht man auch hier sehr schön. Das ist keine Equity-Kurve, das ist unsere Drawdown-Kurve. Rot ist der Drawdown. Das Ding läuft halt im Jahr 2000 irgendwann los und rennt einmal gleich in den Drawdown rein. Und der Max Drawdown war in Corona. Viele, das ist eine, ist ja, im Prinzip ist das ja eine simple Min-Reversal-Strategie. Ne? Michael hat die Systeme ja sehr schön klassifiziert am Anfang im ersten Vortrag. Und man sieht halt sehr oft, dass Min-Reversal-Systeme im Max Drawdown im Corona, das war Corona-Crash hier irgendwo, ihren Max Drawdown gehabt haben. Das war so März 2020. Das sieht man auch hier in der Performance Table. Das wird dann das hier sein. Ne? Man darf ja nicht vergessen, man sieht hier immer nur den Monatsendwert, ja, aber nicht, wie weit schon im März nach runter gekracht ist. Übrigens, was man hier wunderbar wie aus dem Lehrbuch sieht, ja, das 2020er Jahr, mit Corona, war im Endeffekt für diese Strategie ein wunderbares Jahr. 32,9% Performance. Trotz Corona-Crash. Nur das ist natürlich nicht lustig. Das ist nicht lustig. Und da kommt dann schon mentale Stärke ins Spiel, das weiter zu traden. Weil wenn man hier aufhört und sagt, das halte ich nicht mehr aus, naja, könnt ihr das lesen hinten? 41%. In einem Monat. In einem Monat. Wenn man dann Mitte März das Handtuch wirft und das dann sieht, dann fliegt der Kübel aus dem Fenster wahrscheinlich. Ja.
Das meine ich damit. Und deswegen ist es so schwierig, mit Max Drawdowns zu arbeiten, weil statistisch gesehen ist diese Kennzahl nicht relevant, weil das ist ein Einzelereignis. Deswegen gibt es andere Drawdown-Kennzahlen, mit denen man viel besser arbeiten kann. Und diese Kennzahlen hat man bei WealthLab tatsächlich auf meine Bitte hin eingebaut, weil ich das gewohnt war, aus unserer Vermögensberatung heraus damit zu arbeiten. Und das hat mir hier gefehlt. Ich schaue jetzt nur gerade. Favorites. Aha. Ich glaube, der Rechner ist in den letzten Zügen. Er schaltet mir gerade die Scorecard nicht um. Ich probiere jetzt was anderes. Diese Scorecard, was ich da sage, schaltet die Scorecard um, ist einfach nur eine Tabelle, wo man wieder andere Performance-Metriken findet. Und ich habe mal eine Favoriten-Scorecard zusammengestellt mit den Dingen, die ich sehen möchte, weil gewisse Sachen interessieren mich eben nicht, wie zum Beispiel die Trefferquote interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen schaue ich mir die gar nicht an normalerweise. Aber es gelingt mir jetzt leider nicht, hier auf die Favorite Scorecard umzuschalten. Denn da, oh ja, jetzt, na schau, dauert ein bisschen. Wir müssen ja, ich höre gleich auf, ja. Da sieht man zum Beispiel so Wahrscheinlichkeiten wie hier. Und das ist dann statistisch sehr wohl relevant. Oder hier diese Drawdown-Zeiten. Wie viel von der gesamten Zeitachse gesehen, wie viel Zeit ist das System mehr als 5% im Drawdown? Ein Drittel der Zeit. Wie oft ist es mehr als 10% im Drawdown? Und so weiter und so fort. Und das ist dann statistisch relevant und da kann man dann verschiedene Systeme miteinander vergleichen. Ja, ich bin letztlich eh schon dann durch. Ich wollte nur noch am Ende. Ja, ihr seht, da gibt es noch viel. Aber für die, die daheim waren, weil die anderen haben eh den Folder da gehabt, für die, die daheim waren, es gibt dieses Messeangebot von mir. Einfach auf diese URL gehen. Da gibt es diesen so einen kostenlosen Basiskurs zum Thema Backtesting von mir. Da könnt ihr euch anmelden, das kostet nichts. Und das ist der QR-Code dazu, falls jemand das Handy hinhalten will. Kommt man gleich auf diese URL. Und was wir dann auch noch machen, so einmal im Monat, jetzt war gerade Sommerpause, dass wir Trading-Systeme auf quantitativer Basis analysieren, also eingeschickte Trading-Systeme unserer Klienten. Das schauen wir uns gemeinsam an, nach verschiedenen Kennzahlen, nach Überoptimierung, weil das heute auch ein Thema war. Das sind solche Dinge. Da geht es jetzt nicht um die Analyse von einzelnen Trades. Weil was soll ich analysieren, ein Trade, wenn ich 7000 Trades hier mache? Ja, das bringt überhaupt nichts. Sondern wir analysieren das gesamte Trading-System auf verschiedene Kennzahlen. Und dazu lade ich euch gerne ein, das ist auch kostenlos. Gut, ich bin durch. Rechtzeitig zum Regen bin ich fertig geworden, damit wir alle im Regen nach Hause gehen dürfen. Ja, ich bedanke mich. Ein kleines Sandfenster. Ja, okay. Da gibt es eine Regenpause. Gut, die müssen wir nutzen. Du kriegst das Mikro. Deswegen, die wollen wir auch nutzen. Genau. Also, ja, vielen Dank, Thomas, für deine Ausführungen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Also, ich habe mich mit Backtesting ja auch richtig viel beschäftigt und da gibt es also wirklich sehr, sehr viele Aspekte zu beachten. Und eben gerade, wenn du jetzt sowas wie in den S&P 100 in voller Gänze analysierst als Portfolio, dann kann man sich vorstellen, wird das Ganze wesentlich komplizierter, als wenn man jetzt nur mal so ein DAX-System und also das ist schon sehr komplex. Also insofern ist das auch wirklich, muss ich sagen, von der Software auch super umgesetzt, wie man das alles analysieren, grafisch darstellen kann, diese ganzen Cards, Scorecards und so. Also das ist schon echt gut gemacht. Insofern also, ja, hoffe ich, dass Sie zu Hause oder auch hier vor Ort ein bisschen Spaß hatten und ein bisschen was mitnehmen konnten, mal wieder neue Erkenntnisse gewonnen haben. Wenn Sie dann die Idee haben, oder ich sage es einfach mal wieder, ich wechsle mal ins euch, ja, wenn ihr das Bedürfnis habt, sowas auch mal umzusetzen, also wenn ihr da Systemideen oder Signale bekommt und dann praktisch einen Trade rausmachen wollt, weil wir haben ja hier den S&P 100 gehabt mit den US-Aktien, na, dann haben wir ja hier unser Angebot dazu, ne, Free Stocks mit dem kommissionsfreien Handel. Und das ist ja auch sehr wichtig, weil wir ja gerade schon nochmal kurz angesprochen haben, dass die Gebühren eine ganz wichtige Rolle spielen, denn
mit jedem Trade, wenn ich eine Kommission habe, verschlechtert sich ja auch dieses Ergebnis. Und das hat ja dann wirklich eine Relevanz auch auf das Ergebnis pro Jahr, was wir hier als Kennzahl immer uns angeschaut haben, um die Qualität zu beurteilen von so einem System. Deswegen ist das also auch nochmal doppelt wichtig, wenn man immer gar keine Kommission zahlt. Ne? Das ist natürlich eine schöne Sache. Naja, eigentlich erstmal nicht, weil das Depot wird ja in US-Dollar gehandelt und es gibt ja jetzt. Dann ja, also man hat in US-Dollar einfach ein Währungsrisiko, das ist klar, durch die Schwankungsbreite des Wechselkurses. Es kann aber auch sein, dass man sogenannte Windfall Profits erzielt, indem nämlich der Wechselkurs sich günstiger entwickelt und man eigentlich mehr dann wieder rausbekommt, als zu dem Zeitpunkt, wo man den Trade glattgestellt hat. Ja, bei uns ist es ja so, dass das immer nur umgerechnet wird, wenn man Euros auf das US-Dollar-Konto überweist, dann bleibt es ja ein US-Dollar, ich handle in US-Dollar und erst wenn ich das dann praktisch wieder zurückrubeln will, dann würde das relevant werden. Aber es ist so klar, ne? Also dadurch, dass unsere Basiswährung Euro ist und wir in US-Dollar handeln, hat man halt ein gewisses Währungsrisiko dabei. Das ist richtig. Ne? Aber wie gesagt, immerhin hat man hier schon mal keine Kommission und eine Ausführungsgarantie, dass es so günstig wie möglich ausgeführt wird an den verschiedenen Börsenplätzen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass ihr so zahlreich hier dabei wart. Ich denke, es war ein guter Auftakt jetzt für die WOT zur Pre-Conference. Wir sehen uns hoffentlich morgen alle oder auch am Samstag. Das sind ja 2 Tage. WOT ist eine Menge los. Also wir haben ja unseren Stand mit den verschiedensten Marken. Da ist nicht nur Freestocks dabei, da ist natürlich WSF Invest mit dabei, da ist auch Investui dabei, da ist dann auch die Stockbox dabei. Also wir haben da einiges zu tun. Dann haben wir außerdem noch, morgen geht es gleich los auf der Bühne, da bin ich dann gefragt, ja, gleich 8.30 Uhr schmeiße ich den Nano-Trader an beim traditionellen Live-Trading. Ja, das können wir ja immer nur am Freitag machen. Da sind dann verschiedenste Trader auf der Bühne, die live traden. Ich habe den easiesten Job, ne, weil ich muss eigentlich nur das Laptop aufklappen, den Nano-Trader anschmeißen und lass den handeln und die anderen sollen sich dann Kopf machen, wie sie das Ergebnis toppen oder auch nicht. Ja, also das ist relativ simpel. Aber wir dachten, es war eine gute Idee, das mal auch öffentlich zu machen. Also Live-Trading morgen 8.30 Uhr. Die zweite Session ist dann von 15 bis 15.55 Uhr. Und ich bin dann nochmal um 16.30 Uhr dran mit meinem berühmten Vortrag Mehr Gewinne mit Amazon, Tesla und Co. Dann haben wir natürlich noch unseren Seminarraum mit Stock 3 zusammen. Bulle und Bär live. Ja, also das haben wir noch nie gemacht. Bulle und Bär gab es ja immer nur als Webinar, so über 12 Stunden. Ne? Immer 12 Redner, 12 verschiedene Themen. Und diesmal haben wir es live. Und werden das hybrid machen. Ne? Also wer im Seminarraum sitzt, kriegt es natürlich live mit. Und wir werden das aber auch gleichzeitig streamen. Ja? Also für alle die nicht können, stock3.com. Ja, ist bestimmt schon freigeschaltet, dass man sich da noch jetzt schnell anmelden kann und dass man da kostenlos dabei sein kann. Und Samstag dann auch, also Freitag und Samstag, beide Tage volles Programm im Seminarraum. Und dann habe ich noch meinen Vortrag im Seminarraum, da muss ich ja schließlich auch mal vortragen, mit den 3 wichtigsten Zutaten für erfolgreiches Handeln. Ja, das ist also auch nochmal so das, was wir da zu bieten haben. Also es ist eine Menge los und dann am Samstag um 17 Uhr ist dann die Messe auch schon wieder vorbei und das geht immer so schnell, 2 Tage sind so schnell rum, das ist mal gar nicht zu glauben. Also vielen Dank für die, die hier sind. Wir haben draußen noch einen Tisch, da sind verschiedene Bücher zur Auslage, kann sich also jeder ein Buch mitnehmen. Und was war es noch, Marcel? Ein Sparschwein. Natürlich, unser Freestocks. Ja, mein Gott, wie kann ich das vergessen? Unser Freestocks-Sparschwein darf sich natürlich auch jeder mal mitnehmen. Und dann kann er ja mal so spaßhalber die Kommission, die er gespart hat, da reinpacken. Ne? Das ist ja auch mal eine schöne Sache. Okay, also, und für diejenigen, die zu Hause sind, die können jetzt keinen Sparschwein und ein Buch mitbekommen, aber das wäre ja vielleicht mal eine Gelegenheit, einfach mal hier vorbeizuschauen bei uns im Büro in Frankfurt in der Niedenau. Und dann kriegen Sie nächstes Mal ein Buch und ein Sparschwein. Alles klar, also schönen Abend noch und wir sehen uns dann hoffentlich auf der WOT oder bei anderer Gelegenheit. Schönen Abend noch.